egal, ob Sie ein Professor, Doktor, Doktor, Doktor sind. Selbst wenn Sie der Kaiser von China wären, aber wir haben wirklich kein Zimmer mehr frei. Ich könnte Ihnen nicht einmal die Wäschekammer anbieten, weil ich nicht weiß, ob vielleicht der Boris Becker heute noch vorbeischaut. Es tut mir wirklich leid, Herr Professor, Doktor, Doktor, Doktor Opplinger. Wer hat angerufen? Ein Professor, Doktor, Doktor, Doktor aus Heidelberg. Oh. Ich habe das Telefon jetzt abgeschalten. Die Leute telefonieren wie verrückt, nur weil du diesen Star-Auftritt angekündigt hast. Plötzlich wollen sie unbedingt alle bei uns Silvester feiern. War ein genialer Einfall von mir, gell? Ja, der auch ein genialer Reinfall werden kann. Wieso? Weil wir doch nicht einmal wissen, wer da überhaupt erscheint. Ach, Schmarrn, ich habe die Verhandlungen mit einer sehr seriösen Künstleragentur geführt. Die haben uns sogar ein Bestätigungsfax geschickt. Moment einmal, wo haben wir es denn? Na, schau her, bitte. Gerne bestätigen wir Ihnen den Auftritt eines Top-Künstlers der Extraklasse. Ja, was glaubst denn du, was so ein Extraklasse-Star an Gage verlangt? Ja, da wären 10.000 Euro nicht lange. Für das hätten wir die ganzen Zimmer im ersten Stock renovieren können. Frau, du hast keine Ahnung von Handwerkerpreisen. Außerdem, was nützen uns renovierte Zimmer, wenn keine Gäste kommen? Heuer sind wir ausgebucht und das Gesprächsthema Nummer 1 im ganzen Chiemgau. Ja. Und wenn dann noch ein Lieschen Müller auftaucht und am Brunnen vor dem Tore sind, dann sind wir das Gespött von ganz Bayern. Für 10.000 Euro schicken uns die kein Lieschen Müller. Ein Robert Redford werden sie mit Sicherheit nicht vorbeischicken. Ja, das war eigentlich nicht schlecht. Dann könntest du den großen Schwarm endlich einmal persönlich kennenlernen. Du wärst ja beim Frühstück schon nervös, wenn abends von dem ein alter Film im Fernsehen läuft. Ja, mei. Der Redford Robert ist nun einmal der schönste Mann der Welt. Warum hast du an mich geheiratet? Weil du damals eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm gehabt hast. Wirklich? Ja, damals. Heute bist du mehr ein Robert Redford für die Breitbildleinwand. Der Redford, der schaut auch nicht mehr aus wie früher. Ich wollte, er wäre unser Star. Dann könntest du uns einmal in Natura vergleichen. Ja, für 10.000 Euro hätte der jeder wohl aus dir. Wenn du den für unser Silvestergala engagieren willst, dann musst du erst das Hotel verkaufen. Außerdem kann der nicht singen. Der kann bloß flüstern. Ja. Ich habe aber einen musikalischen Auftritt bestellt. Ja, dann wird wahrscheinlich die Blaskapelle vom Schützenverein bei uns auftauchen. Junge Frau, denk doch nicht immer so negativ. Nicht positiv, wie wir Amerikaner sagen. Du bist aber kein Amerikaner. Aber ich habe früher immerhin einmal ausgeschaut wie der Robert Redford. Ja. Ja, das hast du selber gesagt? Ja. Erst auf Zeiten, wo bleibt das, was der Edi wieder? He? Der muss noch die Weihnachtsdekoration abbauen, Girlanden aufhängen. Die Champagnerflasche muss er draußen in den Schnee reinlegen, dass die Prominentenbrause um Mitternacht die richtige Betriebstemperatur hat. Eddie! Eddie! Ja, ja, ja! Immer langsam mit die jungen Pferde, Chef. Ein alter Mann ist doch kein D-Zug. Sag mal, wo steckst denn du immer? Ja, die Arbeit macht sie nicht von Aloha. Aloha? Mein Chef, reden Sie doch Deutsch mit mir. Also, ich habe ein wenig relaxend in die Mittagssonne geblinzelt. Du bist aber doch nicht als Tourist engagiert, sondern als Hausdiener. Das weiß ich auch. Aber auch ein Hausdiener hat ein Recht auf Erholungsphasen. Ja. Also, eine geniale Idee von dir. Ein Berliner als Hausdiener in einem bayerischen Berghotel. Da sind die Preise schon konsequenter. Die nehmen nicht einmal einen bayerischen Politiker als Bundeskanzler. Was ist denn mit der Chefin los? Ist der eine Laus über die Leber gelatscht? Nein, die ist ein bisschen nervös wegen dem Star-Auftritt heute hier um Mitternacht. Und jetzt sind wir alle. Haben Sie denn wirklich keine Ahnung, wer da kommt? Nein. Ich verlasse mich da voll und ganz auf die Künstleragentur. Ich weiß nicht, ob man denen trauen kann. Früher haben die Leute die Wäsche von alleine genommen, wenn einer von dem Künstlervölkchen auftaucht. Aber der Schmarrn, ein Howard Carpendale, der klaut doch keine Wäsche von alleine. Howard Carpendale?
Ein Sänger. Hat noch nie gehört. Ich hoffe ja, dass hier so was Klassisches auftaucht. So ein Lohengrin oder Parsival oder die olle Aida aus Italien. Du meinst wohl die Aida. Ja, wie man das ausspricht, weiß ich nicht. Ich kann ja kein Italienisch. Na, aber du kannst endlich einmal anfangen und die Girlanden aufhängen. Herrschaft, zeig noch einmal rein. Die habe ich schließlich nicht für den Sankt-Nimmerleins-Tag gekauft. Sie werden nicht loben, Chef. Aber beim In-die-Sonne-Blinzeln hat mir gedacht, Eddie hat gedacht, du könntest jetzt langsam anfangen, die Girlanden aufzuhängen. Da möchte ich dich auf keinen Fall von deiner Arbeit abhalten. Nun erhebt sich nur die Frage, für den produktiven Arbeitsablauf, ob ich im Osten anfangen soll oder im Norden. Was kommt besser, längs gestreift oder quer gestreift? Ich glaube, ich sehe mir die Sache erstmal von oben an. Wenn ich daran denke. Oriental in Bangkok gleich 7 Gepäckträger um unsere Koffer gekümmert haben und hier ist nicht ein einziger vor der Tür gestanden. Ja, wir sind auch hier nicht in Thailand, sondern im Chiemgau. Und dann in der Lobby. Der Empfangschef ist freudestrahlend auf mich zugelaufen. Und hat dann die Margaret Thatcher begrüßt, die 2 Schritte hinter dir gegangen ist. Er hat uns eben verwechselt. Man hat mich in New York schon für Marilyn Monroe gehalten. Ja, ja, New York bei Stromausfall hat seinen eigenen Reiz. Hallo? Ist hier niemand? Was denn? Bin ich keiner? Was machen Sie denn da oben? Ich verschaffe mir einen genauen Überblick. Sind Sie der Chef von da? Das ist mir zu ungenau gefragt. Also, wenn Sie meinen, ob ich der Chef vom Girlanden aufhängen bin, dann bin ich geneigt, mit Ja zu antworten. Wenn Sie aber meinen, ob ich der Chef von Janze bin, dann lautet meine Aussage nee. Bist du dir sicher, dass das die bayerische Mundart ist, von der du so schwärmst und die Heimatgefühle in dir weckt? Ja, aber das ist doch ein bayerisches Bärhotel. Da wird sich nur ein paar Eingeborene geben, die den Dialekt beherrschen. Wir sind aber schon richtig hier. Ich will mal so sagen, richtig ist man meistens da, wo man nicht falsch ist, wa? Das ist doch das Berghotel Gletscherblick, in dem heute diese große Silvestergala stattfindet, ne? Ja, das hoffen wir alle. Der ist ja noch beschränkter als der Portier im Robert Vista Hotel in Tasmanien. Was denn, in Berlin waren Sie auch schon? Wie kommen Sie denn darauf? Tasmania Berlin, das war mal ein ganz berühmter Fußballverein. Ich wusste gar nicht, dass die auch ein Hotel hatten. Ja, 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 ja. Also Tasmanien ist ein Teil von Australien, guter Mann. Ne? Mann, oh Mann, die sind aber auch rumgekommen, wa? Thailand, Australien, New York. Und als Höhepunkt eine Reise ins Chiemgau, wa? Mein Mann und ich, wir sind beide aus München. Wir kennen den Chiemgau wie unsere Westentasche. Aber unser Hotel ist Ihnen noch nicht untergekommen, oder? Doch, das haben wir schon kennt. Aber was uns animiert hat, hier ein Zimmer zu reservieren, war dieses große Plakat mit der Silvestergala. Sie haben reserviert? Ja, warum haben Sie das nicht sofort gesagt? Wie war noch gleich der werte Name? Schwertlein. Das ist mein Mann Hans Schwertlein und ich bin Theresa Schwertlein. Da wäre ich nie drauf gekommen, dass Sie nicht der Hans sind. Schwertlein, da haben wir es schon. Ja, Zimmer 8 im 1. Stock. Sie sind wie Deothekenbesitzer? Ja, wir produzieren selbst und haben einen weltweiten Vertrieb. Die müssen ja eine Menge Kohlen abschmeißen, wenn sie sich solche Reisen leisten können. Ja. Das Zimmer ist im 1. Stock. Ja, das ist gut, Mann, wa? Da müssen Sie die Koffer nicht so viele Treppen schleppen. Schauen Sie mal, sind Sie dafür nicht zuständig? Nee. Das haben wir von Anfang an gar nicht erst eingeführt. Das,
Das gehört zu unserem Fitnessprogramm. Lass gut sein, Theresa. So was ist doch für mich kein Problem. Was ich immer sage, selbst ist der Mann. Ich hätte jetzt gern was zu trinken. Oder sind Sie dafür auch nicht zuständig? Ja, für Trinken schon, aber nicht für Einschenken. Oh, ja, Gott sei Dank, da sind Sie ja endlich. Meinen Sie mich? Ja, aber natürlich. Kennen wir uns? Nein, nicht, aber ich habe Sie schon oft auf der Bühne bewundert. Mich auf der Bühne? Ja, und im Kino und im Fernsehen und im Radio höre ich nur immer Ihre Lieder. Stör mich doch nicht, wenn ich diese reizende Dame begrüße. Jetzt muss ich Sie schon bitten, etwas genauer zu werden. Ja, wissen Sie, an alle Titel kann ich mich natürlich nicht genau erinnern, aber immer wenn eines von Ihren Liedern kommt, dann singe ich sofort mit. Was machst du denn immer? Das ist Theresa. Ja. Die war schon in Australien, New York und Thailand. Was ich immer sage, ein internationaler Star. Das ist kein Star, die verleiht nur welche. Ach, Sie sind von der Künstleragentur. Nee, die hat mit ihrem Mann Hans eine Videothek. Was heißt eine? 84. Wir haben sogar eine in Ostfriesland, in Leer. Oh. Die ist sicher nie gut besucht, was? Wieso sollte sie nicht? Naja, wenn sie in Leer liegt. Sie erinnern mich ganz stark an Otto. Ja, der Otto schaut aber ganz anders aus, ja, oder? Der lässt aber auch immer solche Karlauer vom Stapel. Mit wem haben Sie mich denn nun verwechselt? Ach, wissen Sie, gnädige Frau, schauen Sie, Sie schauen so international aus, so... Naja, wir erwarten für den Abend, für unsere Silvestergala, einen Star. Ach, und da dachten Sie, ich wär's? Ja. Ja, und mit wem haben Sie mich nun verwechselt? In New York hat sie mal einer für Marilyn Monroe gehalten. Das muss ja sein. Wie meine? Ich meine, bitte, in New York, wer fliegt denn heutzutage noch nach New York? Ja. Da wird man doch bei der Einreise stundenlang gefilzt. Ja. Und ich warte jetzt schon stundenlang auf einen Drink. Oh, entschuldigen Sie, wird sofort erledigt. Edi, bring die Dame zur Bar, bitte schön. Gnädige Frau, was darf es denn sein? Scotch-Wodka oder Martini, links gerührt? Ah! Oh, das Will, was ist denn das? Reines Wasser habe ich beim Saubermachen vergessen auszuschütten. Ja, das hat Ihr Chef ja wohl nur nachgeholt. Ja, wir nennen der Teamarbeit. So. Aber trösten Sie sich, Wasser gibt keine Rotweinflecken, wa? Entschuldigen Sie bitte, das ist mir jetzt furchtbar peinlich. Darf ich Sie zu irgendetwas einladen? Ja, zu einem Wasser ohne Kohlensäure, diesmal aber nicht direkt auf den Rock, sondern ins Glas. Kommt sofort! Also, Sie wissen dann gar nicht, wer heute Abend bei Ihnen auftritt. Wie kommen Sie darauf? Na ja, sonst hätten Sie mich ja wohl nicht mit der Künstlerin verwechselt. Ach ja, da haben Sie natürlich auch recht. Nein, ich habe Sie nicht verwechselt. Ich meine, Eddie, kannst du nicht mal mit dieser verdammten Hämmerei aufhören? Man versteht sein eigenes Wort nicht mehr. Drin in den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Ich weiß nicht, wie ich unter solchen Voraussetzungen mit meiner Arbeit fertig werden soll. Entschuldigen Sie, gnädige Frau. Wo bitte waren wir stehen geblieben? Bei Ihrer Künstlerin. Richtig, bei meiner Künstlerin, ja. Wie kommen Sie darauf, dass es sich um eine Frau handeln könnte? Na ja, mit einem Mann werden Sie mich ja wohl kaum verwechselt haben. Oh, ich bitte Sie, wo denken Sie hin, gnädige Frau? Sie sind ja der Inbegriff der Weiblichkeit schlechthin. Oh, diese Haare, diese Augen, diese Figur. Sie sind sehr charmant. Sind Sie verheiratet? Ein bisschen, ja. Ein bisschen verheiratet sein. Ja, wissen Sie, nach fast 30 Jahren Ehe hat sich zu einem gewissen Zeitpunkt schon eine, wie soll ich sagen, eine Gewohnheit eingestellt. Ach, und da meinen Sie, dass man zu einem gewissen Zeitpunkt diese Gewohnheiten über Bord werfen kann? Das hätte ich nicht besser formulieren können. Ja, mein Mann und ich, wir sind auch schon 28 Jahre verheiratet. Ja, da hat man dann schon einen...
gewissen Punkt erreicht, nicht wahr? Mein Mann versteht mich nicht. Ja, dann müssen Sie halt lauter reden. Wie? Ich meine, wie sagen die Männer meistens zu den Barfrauen? Ach, tatsächlich? Nein, nicht wörtlich. Wissen Sie, die sagen halt dann, meine Frau versteht mich nicht. Ja, natürlich. Sonst ergäbe es ja auch keinen Sinn, nicht? Und warum versteht Ihr Mann Sie nicht? Nur ein Beispiel. Ja. Neulich wollte ich mir eine Uhr von Cartier kaufen. Und da hat er sich fürchterlich aufgeregt. Wegen einer einzigen billigen Uhr? Ich sagte Cartier. Aber Uhr ist Uhr. Ich kaufte meine immer in Italien bei den Strandhändlern. Du hast doch schon 7 Uhren. Nein, ich hab bloß die eine. Nein, hat mein Mann zu mir gesagt. Und dann hat er noch gesagt, ich hätte das Geld zum Fenster rausgeworfen. Hat er gesagt? Ja. Was hätten Sie in so einer Situation gemacht? Ich hätte das Fenster zugemacht. Ach. Du hast ein geschlossenes Fenster, kann man nichts werfen. Ach, Sie machen sich über mich lustig. Ich? Aber ich bitte Sie, gnädige Frau. Wer hat Ihnen denn von den furchtbaren Gewohnheiten einer Ehe erzählt? Hä? Oh. Man müsste ja nur jemanden finden, der einen von diesen Gewohnheiten befreit. Gnädige Frau, hätten Sie in Bayern kein besseres Hotel finden können. Ich bin Bayerns bester Gewohnheitenbefreier. Also, wenn ich Sie mir so genau anschaue, dann glaube ich Ihnen das sogar. Es ist meine Aufgabe als Hotelchef, meine Gäste zu verwöhnen. Wir wollten eigentlich am Neujahrstag abreisen. Aber wir verlängern bis Heilig Dreikönig. Theresa, kommst du? Koffer auspacken. Meine Gewohnheit ruft. Wir sehen uns später. Ich komme, mein Schatz. Die Schwertlilie verlängert bis zum 6. Januar. Zum vollen Preis. Und ohne die Erfüllung von Sonderwünschen. Wir sind ja kein Freudenhaus. Marianne, 17, das glaubt ja kein Mensch mehr. Und blond, na ja. Chef, das ist doch bloß ein Lied vom Udo Jürgens. Ich hab heute Nacht geträumt, dass er unser Silvesterstar ist. Der Udo Jürgens? Der muss doch schon mindestens 80 Jahre alt sein. Schmarrn! Der ist gerade mal um die 70. Und wie sagt er selber immer? Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Sag einmal, du kannst mir alle seine Lieder auswendig, alle, oder? Die singe ich immer abends im Bett vorm Einschlafen. Ach, das sind die merkwürdigen Geräusche, die aus deinem Zimmer kommen. Ich hab schon gedacht, du hättest vielleicht Albträume. Chef. Ja? Der Udo Jürgens, der hat sich jetzt wieder scheiden lassen. Der ist jetzt wieder frei. Aber du bist nicht frei. Du hast in der Küche zu tun. Oder hast du das Menü für heute Abend schon zusammengestellt? Naja, wegen dem bin ich ja da. Hey. Ich wollte fragen, ob 220 Fleischpflanzen gelangen. 220 Fleischpflanzl? Was sollten die alle essen? Ja, ich hab mir halt gedacht, wir servieren als Vorspeis Fleischpflanzl, als Hauptspeis Fleischpflanzl mit Kartoffelsalat und als Nachspeis Fleischpflanzl mit süßen Senf. Schau mal, bist du narrisch geworden? Wir können doch nicht den ganzen Tag nur und am Abend Fleischpflanzl servieren. Naja, gar nicht. Es gibt einen Kartoffelsalat auch noch. Du gehst jetzt sofort zu Anna in die Küche und besprichst mit ihr die Menüfolge, ja? Menüfolge? Sind wir das Hotel für Jahreszeiten oder ein Berghotel? Nein, wir sind ein Berghotel, das ist richtig. Ja. Aber wir wollten sehr illustre Gäste. Ja, ja, die Theresa Schwertlein von Nummer 8, die war sogar schon einmal in New York. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Kannst jetzt du vielleicht einmal was von der Katja Epstein singen oder von Roberto Blanco? Ja. Nein, komm bloß Lieder von meinem Udo. Und genauso einfallslos ist auch ihr Küchenfahrplan. Stell dir vor, die möchte einen ganzen Abend nur Fleischpflanzen servieren. Und für was meinst du, dass ich die Kalbsachsen gekauft habe und die Karpfen und die Forellen? Das nächste Jahr ist ja noch lang. Da ist ein gewisser Vorrat nicht schlecht. Du gehst jetzt sofort mit mir in die Küche. Dann werde ich dir schon sagen, was wir heute auf Nacht servieren. Also, es wird Nacht, Senorita, und ich habe kein Quartier. Nehme ich mit in die Küche. Ich will alles.
Was muss ich alles aushalten? Bloß weil hier heute um Mitternacht so ein Star aufkreuzen soll. So, da sind wir. Ah, grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Huber. Angenehm, Huber. Das habe ich ja gerade gesagt. Huber. Ja. Und ich auch, Huber. Wollen Sie uns ein bisschen der Blecker? Nein. Ja, Sie, ich heiß Huber. Egon Huber. Ja, ich auch. Egon Huber? Nein, ich heiß auch Huber. Ach. Bruno Huber. Nein, warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Das hab ich doch. Das sind Sie, der Portier? Ja. Ja, ich bin eine Personalunion. Aha. Was heißt denn das schon wieder? Ja, da sagt man so, wenn einer mehrere Posten ausübt. Genau, jawohl. Ich bin der Direktor, der Manager, der Portier. Ja. Ja, und manchmal auch der DD. Ist der DD? Der Depp vom Dienst. Pass es auf, Herr Depp. Oh, bitte. Herr Huber, meine ich natürlich. Wir haben ein Zimmer reserviert. Auf welchen Namen bitte? Huber. Angenehm, auch Huber. Haben Sie den Jahreswechsel schon vorgefeiert? Wie meinen Sie denn das? Ich meine, ob Sie schon ein bisschen besoffen sind. Nein. Ich trinke erst Alkohol, wenn die Säufersonne am Himmel steht. Säufersonne? Ja, der meint den Mond. Aber bevor Sie uns jetzt Ihre sämtlichen Lebensumstände da mitteilen, könnten wir unsere Zimmernummer erfahren. Kein Problem, Herr Huber. Sie haben Zimmer Nummer 6 im ersten Stock. Das gibt doch ein Problem. Aha. Und das wäre? Da wohnt auch schon dieses merkwürdige Brüderpaar. Ja, die ziehen um auf Nummer 4. Genau, von so gerne Bescheid, ja? Können Sie die mal einen Augenblick halten? Ich löse jetzt ein Gästeproblem. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Ja? Das ist der Edi, unser Hausdiener. Eigentlich heißt er ja Eduard, ja? In Berlin nennen sie ihn Eddie und in London Prinz Edward. Er ist mit dem englischen Königshaus verwandt. So genau haben wir über seine verwandtschaftlichen Verhältnisse noch nicht erkundigt. Wer ist denn das? Das ist meine Mutter. Die hat das Hotel einmal gegründet. Sie, sagen Sie mal, aber das Zimmer 6, ist das schon ein schönes Zimmer? Huber, das ist das schönste Zimmer im ganzen Haus. Ja, da werden aber die Gäste, die da schon eingezogen sind, nicht recht glücklich sein, wenn sie gleich wieder raus müssen. Also glücklich waren sie nicht, aber ich habe Ihnen gesagt, dass sie von Nummer 4 einen viel besseren Ausblick auf die Berge haben. Und stimmt das auch? Also, wenn Sie sich weit aus dem Fenster lehnen, ja, und einen Rasierspiegel am ausgestreckten Arm in einem Winkel von 90 Grad halten, dann können Sie bequem die Kampenwand sehen. Ja. Ich gehe so gerne auf Kampenwand, wenn ich mit meiner Wampenkarte gehe. Ja, also das mit dem Zimmer soll nicht unser Problem sein. Wir gehen jetzt auf unser Zimmer. Ja. So. Ja, Huber, ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt in unserem Fürstenzimmer, ja? Ja, das Fürstenzimmer ist uns ja egal. Wir sind ja nur wegen der Silvestergala gekommen. Ach so, ja, freilich. Sagen Sie mal, Herr Huber, wer ist denn diese Silvesterüberraschung? Wenn Ihnen das sagt, dann ist es keine Überraschung mehr. Stimmt, ja. Da hat er ausnahmsweise mal recht, gell? Ja, also, hier, die packen wir's. Glückliche Ehechef. Woher möchtest du das wissen? Bei den Schwertleins musste er die Koffer tragen. Bei den Hubers macht das die Frau. Das geht doch nichts über die klassische Rollenverteilung. Edi, du musst ins Dorf runterfahren. Ich brauch unbedingt noch einen Majoran. Aber die Geschäfte haben doch längst alle zu. Dann klopfst du beim Kramer an die Wohnungstür. Hier nehmen sie so genau mit den Ladenöffnungszeiten. Also so eine Zusatzaufgabe passt mir überhaupt nicht in meinen Arbeitsplan. Wann soll ich denn die Girlanden aufhängen? Edi, das ist eine Arbeit von vielleicht einer Dreiviertelstunde und bis Mitternacht sind es noch 8 Stunden. Also bitte. Können Sie die mal kurz halten, Chefin? Ich bin ja in einer Stunde wieder da. Was? Komm, ich druck dir wieder raus. Schaut so aus, wie wenn wir Baustelle hätten da herin. Schließlich erwarten wir heute noch Gäste. Ja, und erwarten wir auch noch einen Star. Hoffentlich ist es nicht einer, der mit Amsel, Drossel und Fitz verwandt ist. Grüß Gott! Grüß Gott!
Ich bin der Helmut Jäger. Und ich bin die Anne Gruber. Ich bin der Helmut Jäger. Ja, das habe ich beim ersten Mal schon verstanden. Ich bin der Helmut Jäger. Jesus, na, Sie sind doch nicht... Doch, genau der bin ich. Naja, hätte mich ja eh gewundert, denn in Bayern kennt mich ja schließlich jeder. Nicht nur in Bayern, Schnurzelpurz. Ja. Neulich ist sogar ein Autogrammwunsch aus Bielefeld gekommen. Donnerwetter, ja. Sogar aus Bielefeld. Ja, wissen Sie, durch meine zahllosen Fernsehauftritte habe ich mir natürlich auch bei den Preußen einen gewissen Namen gemacht. Ja, hat Sie Ihre Künstleragentur geschickt? Aber nein, gute Frau, ich bin von selbst gekommen. Wenn Sie verstehen, was ich meine. Hm? Ja, freilich, Sie wollen ja bis Mitternacht unerkannt bleiben, gell? Nicht nur bis Mitternacht. Nein, ich möchte mal dem ganzen Starrummel entfliehen, ja, wie Autogramme geben, Schulterklopfen und von jedem angestarrt zu werden. Nicht wahr, Spassel? Oh ja, mein Schnurzelputz ist ja so berühmt. Der hat ja in der Öffentlichkeit keine private Minute mehr. Der arme Schnurzelputz. Bedauern Sie mich nicht. Schließlich habe ich ja den Weg zum Ruhm selbst eingeschlagen. Wenn ich auch vor über 20 Jahren nicht geahnt habe, in welche Höhen er mich trägt. Im Moment auf 1100 Meter. Wie bitte? Ich meine, das Hotel liegt 1100 Meter über Meeresspiegel. Naja, also, du hast jetzt eher die Höhen deiner Karriereleiter gemeint, gell, Schnurzelputz? Natürlich, Spatzel. Wissen Sie, man wird sozusagen Allgemeingut der Öffentlichkeit, wenn man einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreicht hat. Ja, das kenne ich. Wir kennen im Dorf auch jeder. Aber gute Frau, ich spreche hier von Millionen und Abermillionen. Euro? Oder Menschen? Menschen natürlich. Obwohl mir meine Gagen natürlich auch eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit beschert haben. Oh ja, wir fahren einen Thunderbird. Spatzel, Thunderbird heißt der Wagen. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Ja, vielleicht. Spatzel. Naja, also, mein Schnurzelputzgeld, der spricht ja auch perfekt Englisch. Naja, man weiß ja nie, ob vielleicht nicht eines Tages mal Hollywood ruft. Ja, im Moment sind Sie aber dem Ruf der Berge gefolgt. Und im Namen der Direktion heiße ich Sie herzlich willkommen, Herr Schnurzelputz. Jäger! Helmut Jäger! Also, schön langsam müsste Ihnen der Name aber schon geläufig sein. Also, Schnurzelputz darf nur ich zu ihm sagen. Gell, Schnurzelputz? Ah, neue Gäste im Haus, wir freuen uns. Das ist er. Wer ist er? Unser Überraschungsgast. Und wie heißt er? Schnurzelputz. Jäger! Entschuldigen Sie, Herr Jäger, aber was machen Sie beruflich? Jagen Sie? Der Herr Jäger ist ein Star. Ja, der kriegt sogar Autogrammwünsche aus Bielefeld. Also Spatzel ist mir hier. Erklär du diesem Hinterwäldler, wen er vor sich hat. Also mein Schnurzelputz ist ein bekannter bayerischer Volksschauspieler. Aber Spatzel, bitte. Ich habe auch schon den Hamlet gespielt. Ja. Ja, der Ludwig Thoma hat schöne Stücke geschrieben, gell? Shakespeare, mein lieber Shakespeare. Wir haben Rosenheimer Bier, aber das ist auch nicht schlecht. Schwarzel, ich glaube, dass mich dieser Dialog etwas ermüdet. Ich würde jetzt ganz gerne auf mein Zimmer gehen. Kein Problem. Sie haben Zimmer Nummer 4 im ersten Stock. Das haben doch gerade die Gebrüder Kropfmann einzogen. Geht sie oben auf Nummer 2 und der Startschauspieler auf Zimmer Nummer 4. Ist das auch ein schönes Zimmer? Ich bin es gewohnt, dass ich überall, wo ich hinkomme, etwas bevorzugt behandelt werde. Ich bitte Sie, das ist das schönste Zimmer im ganzen Haus. Sie haben einen herrlichen Blick auf die Berge und im Bad einen abnehmbaren Rasierspiegel. Was soll ich bitte mit einem abnehmbaren Rasierspiegel? Ja, das werden Sie dann schon sehen. Bitte schön. Hier geht's lang, ja? Bitte. Aber nimm dich doch, Schnurzelputz, dein Rücken. Du sollst doch nicht so schwer tragen. So, hier geht's schon. Bitte, hier geht's lang. Bitte schön, hier geht's lang. Oh, Schnurzelputz, pass auf die Stufe. Ja. So. Was kannst jetzt du machen, wenn ich andauernd Schnurzelputz?
Schnutzelputz zu dir sagen darf. Wenn du immer meine Koffer tragen würdest, wäre mir das egal, Spatzel. Erst was kommt's denn hier für eine Deppel, die Küche? Ich hab mir die Feld von meinen 500 aufgefahren. Na, was soll's? Na, war das eine Fahrerei? Oh, jetzt sind wir ja da. Servus, Bernhard. Ja, grüß Gott, grüße Gott. Küss die Hand, gnädige Frau. Das ist meine Braut. Ja, ich bin der Bruno Huber und das ist meine Braut, die Anna. Das ist Ihr Braut? Ja. Na, servus. Darf ich nach Ihrem werten Namen fragen? Na, Sie werden ja sicher wissen, wer ich bin, aber mach uns bitte kein besonderes Aufhebens drum, gell? Geht das schon wieder an? Sie müssen mich jetzt entschuldigen, aber ich werde dringend in der Küche brauchen. Ja, kein Problem. Baba. Ja. Was ist los? Sagen Sie, kennen Sie den Herrn nicht? Wenn Sie mir bitte ein bisschen draufhelfen würden, gnädige Frau. Also die Gnädige, die haben mich daheim lassen, gell? Aber Schneckerl. Hassi bitte, ja. Ich bin der Roland, Herzog von Österreich. Ein Herzog, ein Adeliger. Was bitte tue ich mit einem Adeligen? Ich brauch keinen zum Repräsentieren, ich brauch einen zum Singen. Wissen's? Wir haben Ihr Haus gebucht, weil wir inkognito ins neue Jahr feiern wollen. Inkognito, ich verstehe, jawohl, aber ich meine, spätestens heute Mitternacht bei seinem Auftritt, da wird sich die Hoheit schon der Öffentlichkeit zeigen müssen, nicht wahr? Naja, ich meine, bei der Gage. Hasse, was meint der? Entschuldigen Sie bitte, durchlaucht. Ich glaube, das bin ein bisschen. Sie brauchen mein Schnecker nicht mit Durchlaucht anreden. Ah, nicht? Nein. Sagen Sie mal bitte, von welcher Linie kommen Sie denn? Ja, meistens über rechts. Ah, Habsburger oder Fürst Metternich? Den trinke ich zwar gerne, speziell nach dem Sieg, aber... In letzter Zeit gewinnen sie eher selten. Ja, das finde ich auch, ja. Na, siehst du das, Hase. Langsam weiß ich, wo mich hin tun muss, gell? Viel hätte ja eh nicht gefehlt vor 2 Jahren. Und mein Schneckerl hätte die Krone gekriegt. Eine Monarchie in der Alpenrepublik. Mei, wär das schön. Hase, von was redet denn der? Entschuldigen Sie bitte, ich weiß nicht, wo ich Sie hinstecken soll. Ja, weiß nicht, wo ich mich hinstecken soll? Aber wir haben doch reserviert. Nein, ich meine namentlich hinstecken, namentlich. Wissen Sie, irgendwie kommt er mir schon bekannt vor. Torschützenkönig war in der Saison 2002-2003. Als Adeliger? Handball, Fußball oder Eishockey? Fußball natürlich. In Deutschland? Torschützenkönig war ich in Österreich. Aber ich habe auch schon 2 Jahre in der Bundesliga gespielt. Der Roland wäre ja beinahe schon mal vom FC Bayern verpflichtet worden. Als Adeliger? Entschuldigen Sie bitte, Herr Herzog von Österreich. Herrst, ich bin kein Herzog, ich heiße Herzog. Bin geboren in Weidhofen an der Ips. Nein, ich bin ein Fußballprofi. Ein Blodanstößer. Bayern hätte Sie verpflichtet, als Blodern? Als was? Ja, als Stürmer natürlich. Ich wäre der legitime Nachfolger von Gerd Müller, hat die Presse seinerzeit geschrieben. Gerd Müller, das sagt mir was. Ja, kleines, dickes Müller. Na, siehst du, Hasi. Langsam leid's Bayern. Jetzt weiß er, wo er mich hin tun muss. Da wird aber höchste Zeit, gell? Wir waren ja auch schon mal nominiert für das Tor des Monats. Ja. Spielen Sie auch Fußball? Wenn ich wir sage, meine ich natürlich mein Schneckerl. Ja, Portugal ist ja nur knapp an mir vorübergegangen, gell. Portugal? Ein Gegenspieler? Na, ich rede von dem Land und von der Fußball-Europameisterschaft vor ein paar Jahren, gell. Sieh, der Krankel, der hat ja mich schon in seinem Notizblock drin gehabt. Ah, und warum sind Sie da nicht dabei gewesen? Weil der Krankel... Also Kusch! Intrigen, Missgunst, Neid. Und dann hat er noch sein Meniskus zwickt. Oh ja, der Meniskus, gell, der zwickt immer dann, wenn man es gar nicht brauchen, gell. Ja, entschuldigen Sie bitte, wo spielen Sie denn? An der steirischen Grenze, also fast Oberösterreich. Oberösterreich-Stadt, wahrscheinlich in Pasching. Bitte hören Sie mal auf mit Pasching, die spielen in der ersten Liga. Ja, wo spielen Sie? Ich spiele in der zweiten Liga. Zweite Liga?
Sagt Ihnen der Name Bad Aussee was? Kommodor Kuhn. Das ist ein Fußballverein. Und bei dem ist der Roland der Star. Ein österreichischer Zweitliga-Kicker. Den kann ich doch unmöglich meine Gäste als Star verkaufen. Haben Sie was gesagt, Herr Boudet? Nein, nix. Ich denke da ab und zu mal ein bisschen laut, gell? Oh, ich langweile mich so auf meinem Zimmer. Die Zeit bis Mitternacht will einfach nicht vergehen. Was können wir denn da nur tun, Herr Direktor? Vielleicht versuchen Sie es einmal mit der Mensch-Erd-Spiel. Ach, das habe ich doch schon als Kind nicht gern gemacht. Dann kann ich Ihnen leider auch nicht helfen. Ich hätte mir von Ihnen etwas mehr erwartet. Sie müssen etwas Geduld haben, Frau Beilchen. Schwertler. Sag ich doch. Schauen Sie, die große Überraschung, die kommt doch heute um Mitternacht. Sie kommen mir irgendwie bekannt. Sie kennen mich. Das freut mich. Na, sie ist ein sicher eine Fußballfanin, gell? Ich hab von 2002 bis 2005. Mein Mann und ich, wir spielen nur Golf. Kein Sex mehr. Aus dem Showgeschäft kann ich Sie nicht kennen. Mein Hassi geht selten einkaufen. Wir bringen die Sachen immer mit nach Haus zum Anprobieren. Ja, ich dachte auch eher an die Unterhaltungsbranche. Fußballspiele sind die modernen Gladiatorenkämpfe. Ach, Hasi, wer hat denn das erzählt? Ich weiß alle genau, aber es muss der Beckenbauer gewesen sein. Hat der Franz. Wer traut sich sonst schon noch über den Fußball zu reden? Also, Herr Direktor, wann wollen wir denn nun unsere alten Gewohnheiten über Bord werfen? Hm? Im neuen Jahr fange ich dann auch zum Golfspielen an, ja? Aber im Moment kann ich die Rezeption leider nicht verlassen. Aber ich werde Ihnen rechtzeitig Bescheid sagen. Ich eile in freudiger Erwartung. Die kann doch in Ihrem Alter nicht mehr schwanger sein. Na, warum denn nicht? Ihr Bräutigam spielt doch in seinem Alter auch noch Fußball. In letzter Zeit ist er ja immer öfter ausgewechselt worden. Hassi, bitte! Wie oft hab ich dir schon gesagt, du sollst nicht immer trotzen. Meine Herrschaft, wenn Sie mir bitte unauffällig folgen wollten. Ja, bitteschön. Ich muss erst noch zwei Brüder in Nummer 3 umquartieren. Das Gepäck macht. Zeig dich doch bitte nicht so auf, Christinchen. Sag mal, was soll denn das? Du schleppst mich da auf in so einen Abstieg und weißt noch nicht einmal, was uns heute Abend da erwartet. Christinchen, glaub mir's, ich habe keine Ahnung, wer der Stargast auf der heutigen Silvestergala ist. Die haben mir ja am Telefon nur gesagt, dass wir wahrscheinlich die Augen rausfallen würden. Also ich sag dir eins, wenn das nicht der Julio Iglesias ist, gell, dann fahr ich sofort wieder hin. Naja, vielleicht ist es ja der Frank Sinatra. Der ist tot. Oder der Sammy Davis Jr. Oh, der ist auch tot. Du kannst aber bitte mich nicht dafür verantwortlich machen, dass auch die Showstars irgendwann einmal sterben müssen. Ja, aber der Julio Iglesias lebt. Tja, das wäre meistens die Besten weggerafft. Der Julio ist einer von der Besten. Julio, ich höre den ganzen Tag nichts anderes mehr von dir. Tja. Wir Jugendliche brauchen halt unser Idole. Die Jugendlichen von heute, die kreischen sich halt tot, wenn Tokyo Hotel auftritt. Aber dein Jahrgang, der ist ja mehr für die alternden Schnulzensänger zuständig. Ach so, solche Beleidigungen muss ich mir von dir nicht gefallen lassen. Ich gehe. Ich wünsche dir einen guten Rutsch und ein gutes neues Jahr. Vielleicht findest du ja auch eine gute neue Freundin. Was denn, Freundchen? Wollen Sie schon wieder abreisen? Mein ehemaliger Freund, der da, macht sich dauernd über meinen Lieblingssänger lustig. Oh, das sollten Sie nicht tun, Männchen. Das ist doch rein platonisch, wenn Ihre kleine Freundin für so einen Künstler schwärmt. Ja, es war ja eine böse, mein Christinchen. Wer ist denn Ihr Lieblingssänger? Der Julio Iglesias. Was denn, diese Schmalzlocke? Der spanische Schmusesongheuler? Also in dem Haus halt mich nix mehr. Ich wollte sagen, dieser gut aussehende Mann mit dem gewissen Etwas in der Stimme, also wenn der singt, ja, dann schmilzt das Eis im Whisky on the Rocks. Sie mögen ihn also doch?
Den könnt ihr Tag und Nacht trinken. Ich meine, dem könnt ihr Tag und Nacht zuhören, ja. Könnt ihr mir sogar vorstellen, dass der heute Abend... Nee! Doch. Ich wär verrückt. Was? Der Julio Iglesias ist der Stargast des heutigen Abends. Das habe ich nicht gesagt. Moment einmal. Sie haben doch gerade eben gesagt, Sie könnten sich vorstellen, dass der heute Abend... für 500.000 Dollar in Las Vegas auftritt. Und wen, bitteschön, werden wir hier heute Abend erleben? Das weiß noch nicht mal der liebe Gott, weil der genügend andere Probleme zu bewältigen hat. Ja, grüß dich Gott, hallo. Hallo. Herzlich willkommen in unserem Haus. Es ist ja bestimmt die Obermeiers. Ich heiße Obermüller. Und das ist der Herr Obermeier. Wir sind zwar verlobt, aber noch nicht verheiratet. Ja, aber sind wir Doppelzimmer bestellt? Das ist heutzutage nicht mehr so wichtig, Chef. Die jungen Leute drehen immer erst ein paar Proberunden, bevor sie sich in Einzelhaft begeben. Ist gut. Naja, was soll's. Heute ist Silvester. Da ist sowieso kein Platz für Moral. Jawohl, die Herrschaften haben Zimmer Nummer 3 im ersten Stock. Erster Stock, zweite Tür links. Du musst allerdings noch vorher zwei Brüder umquartieren. Aber die wohnen doch in Nummer 4. Ach, schon lange nicht mehr. Die sind von Nummer 4, Nummer 2 und 3 gewandert und jetzt landen sie eben in Nummer 5. Und das lassen die sich einfach so gefallen? Die waren ganz friedlich. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie heute Abend bei unserer Silvestergala als Vorprogramm auftreten dürfen. Oh, ein Vorprogramm? Also wer spielt dann? Die weltberühmten Kropfman Brothers aus Upper Mill Valley. Aus wo? Obermühltal. Oh, ja. So. Sie kommen da aber, junger Mann, und passen Sie bei der Stiege. Ob ihr Gepäck auf, ja? Ja. Aber, junger Mann, Sie werden doch wegen eben Stock nicht den Lift benutzen wollen. Also es ist ja. Naja. Also, wer ist das denn hier schon mal denn? Ein Bauer aus Dorfen. Ein größenwahnsinniger Volksschaft. Eine Bibliothekenbesitzerin, die wahrscheinlich alle Hauptrollen selber spielt. Ein Student im 20. Semester. Und ein österreichischer Zweitligakicker. Na, servus. Das kann ein schöner Abend werden. Das ist nicht mein Star, das ist unser Star. Aber du hast die Verhandlungen mit der Künstleragentur geführt. Bitte. Also ich hätte den Udo Jürgens direkt angerufen. Ah, du meinst, dass der wie ein ganz normaler Sterblicher im Telefonbuch steht? Ja, natürlich nicht. Aber der hat eine Homepage. Und da hätte man dann ins Gästebuch reinschreiben können. Lieber Udo, wir erwarten dich im Berghotel zur Silvestergala. Ja. Und er schreibt dann zurück, meine Lieben, davon habe ich mein Leben lang geträumt. Ich will mir ja nicht einmischen, aber was ist denn mit diesem merkwürdigen Brüderpaar? Sind die nur abgereist oder nicht? Na, die sind schon da. Ich habe ja gesagt, dass sie eine Woche bei uns umsonst wohnen dürfen. Dafür dürfen die noch 10-mal umziehen. Ich meine mal bloß, das sind doch Musiker. Ja. Und? Na ja... Bevor hier heute Abend überhaupt niemand spielt, könnten die doch ein bisschen Musik machen. Edi, das wäre doch genauso, wie wenn in der Philharmonie einer mit der Drehorgel spielen würde. Ja, besser als in die hohle Hand geschissen. Edi! Ich habe die Zimmerpreise um 50% erhöht, weil ich eine Silvestergala angekündigt habe, inklusive freies Essen und Trinken. Ohne Gala treibt mich dieser Abend in den Ruin. Chef,
Ich habe mal überschlagen, was uns das Essen pro Person kostet. Mhm. 30 Euro! Ja, und wenn die umsonst essen und trinken dürfen, dann saufen sie doch wie die Schluckspechte. Das Ganze ist wirklich ein Trauerspiel. Griechischer Wein, du bist wie das Blut der Erde, komm, schenk mir ein. Und wenn ich dann traurig werde, liegt es daran. Hör auf, ich komm den Udo Jürgens nicht mehr hören. Aber so schlecht ist die Marianne doch gar nicht. Also, die Marianne singt um Mitternacht, die Brüder Kopfmann machen Musik dazu und wir verkaufen das Ganze als Gag. Ja, und die Leute werden sie Bieren vorlaufen. Hey, mein Chef, ich kann gar nur jodeln. Dann hätten wir doch noch einen bayerischen Einschlag. Ah, ja. Bis Mitternacht haben doch die meisten schon andudelt. Die schlagen doch alles kurz und klein mit unserem alten Kanal als Stargastauftritt. Ja, aber das wäre immer noch besser, als überhaupt kein Programm zu haben. Und bis Mitternacht gibt's für Longdrinks 1 Milliliter Wodka auf 100 Milliliter Leitungswasser. Und wenn einer randalieren will, ja, dann kriegt er das mit Onkel Eduard zu tun. Edi, hol ja mal die Kropfmänner, die sollen mal vorspielen. Vielleicht haben die wirklich was drauf. Ja. Und Marianne und Icke, wir treten als Cindy und Bert auf. Ja. Spaniens Gitarren erklingen, wenn die Frösche im Unterholz singen. La, 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 la. Chef, ja? Chef, mit dem Eddie miteinander trete ich auf gar keinen Fall auf. Das wirft ja meine künstlerische Entwicklung um Jahre zurück. Sag sie mal, wir finden ja meine Stimme. Im Tief ein Keller sitz ich hier bei einem Fass voll Tränen. Ja, ja. Dagegen ist einer Ede der reimte Placido Domingo. Okay. Mir hat's gefallen, Chef. Ja, siehst du's? Ich war ja auch schließlich 3 Jahre lang im Kirchenchor. Ja, ein Schriftführer bei der Jahreshauptversammlung. Hier ist die Bitband. Hugo Strasser und Max Greger stoßen später noch dazu. Haben! Das Saxophon ist auch nicht schlecht und zur Not ja nur Klarinett. Und ich bin's Orchester. Aber um was geht's denn eigentlich? Männer, gut, dass du da seid. Nehmt bitte mal Platz. Pass auf, folgendes. Ihr wisst ja, wir haben heute sehr interessante, ganz wichtige Gäste im Hotel. Die Theresa Schwertlein und ihr Mann, die pflegen internationale Kontakte nach New York und nach Thailand. Ja, der Herr Jäger ist einer der bedeutendsten Jäger des Landes. Ich meine, Schauspieler des Landes. Und der Herr Herzog von Österreich, der geht beim FC Bayern ein und aus. Du hast den Huber und den Studenten noch vergessen. Ja, aber was hat das alles mit uns zu tun? Ich denke, es wäre doch ein weiterer Sprung auf eurer Karriereleiter, wenn ihr vor so einem Publikum auftreten könntet. Genau, Auftritte in Bangkok, New York und Rosenheim, das wäre doch was. Wir wollten eigentlich einmal Silvester ohne Musik verbringen. Ja, was glauben denn Sie, was wir alles abgesagt haben? Ja, dann sagt's halt jetzt bei mir zu. Genau. Prost! Prost! Pass auf, ich zahle euch eine Gage von, sagen wir mal, pro Mann und Nase 100 Euro. Gage? Ja. Die Gage liegt bei 200 Euro. 300? 300 Euro. 300 Euro? Pro Nase? Oh, oh. Pass auf, 500 Euro bar auf die Hand, in Ordnung? Sag mal, ja. Sollen wir jetzt erst einmal fragen, was die zwei Nasen überhaupt drauf haben? Ja, also Jungs, lasst mir wirklich hören, was drauf habt, ja? Schauen wir mal. Icke übernehme die Ansage. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, heute Abend nur bei uns und nur für Sie, die weltberühmten Kropfmann Brothers, Tom und Jerry! Thank you.
Ja, also, Musik hätten wir jetzt, aber so ganz ohne Gesang, du, ich weiß nicht. Ah, erkennt sie ja. Ich wünsch mir Liebe ohne Leiden und eine Hand, die meine hält. Da kann die Mitsinger schreien. Nein, das kommt überhaupt nicht in Frage. Nein. Ich habe den Leuten einen internationalen Star angekündigt. Hat man da gerade von mir gesprochen? Wissen die Damen und Herren eigentlich, dass man mich auch den bayerischen Elvis genannt hat? Oh, wie konnte ich das bloß vergessen? Natürlich, die ganze Welt spricht heute noch von ihrem berühmten Konzert in der Münchner Olympiahalle. Ja, wir haben damals leider keine Karten mehr gekriegt, weil alles schon ausverkauft war. Oh, Schnurzelputz, sing doch bitte mein Lieblingslied. Aber gern, Spatzel, nur für dich. So viel schöne Frauen gibt's, die möchte ich alle kennen. Doch das geht ja schon rein zeitlich nicht, man tät sich ja trennen. Ich werde heute ins Kaffeehaus gehen, es ist ja nichts dabei. Ich spür's, heute Abend hätte ich Glück, doch seelisch bin ich treu. Spatzel, schau, wie ich schau. Noch recht viel Treue schaut kein Schaf. Spatzel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heute müsste ich dringend um 8 Uhr wo sein. Sommer ist's besonders, dann werden die Nächte laut. Da sieht man gleich viel mehr vom Wald. Und ich steh da und schau. Dann spricht zu mir mein Gewissen rein. Heut bin ich noch dabei. Ich kann jetzt nicht zum Spatzelheim, doch seelisch bin ich treu. Spatzel, schau, wie ich schau. Noch recht viel Treue schaut kein Schaf. Spatzel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heute müsste ich dringend um 8 Uhr sein. Ich sitz ganz arglos an der Bar, von Weiblichkeit flankiert. Am besten wär's, ich ging jetzt heim, damit mir nichts passiert. Das Kreuz tut weh, ich bin so müd, ich auch, ja. Bin halt nicht mehr ganz neu. Doch meine Spatzel kann ich sagen, rein seelisch bin ich treu. Spatzel, schau, wie ich schau. Noch recht wie Treue schaut kein Schaf. Spatzel, du kannst sicher sein, ab morgen bin ich brav. Ich schau dann für immer nur noch auf dich allein. Doch heute müsste ich dringend, es ist ja schon Viertel vor, um 8 Uhr wo sein. Spatzel, schau halt, wie ich schau. Star versprochen. Ja, also mein Schnurzelputz ist ein Star. Den kennt nur leider keine Sau. Wir müssen den Herrn Jäger nur als Star verkaufen, versteht ihr? Die Leute müssen sich genieren, dass sie nicht kennen.
Der Mann, der sogar Autogrammwünsche aus Bielefeld kriegt, oder? Wie wäre denn das? Das Wunderkind aus den Bayerischen Alpen, das leider etwas in die Jahre gekommen ist. Also Spatzen, ich habe so das Gefühl, die hier wissen immer noch nicht, mit wem sie es zu tun haben. Na, Herr Oberförster, wo denken Sie hin? Nein, nein. Eine Welle der Begeisterung durchschwappt diesen Raum. Wir würden uns glücklich schätzen, wenn Sie heute um Mitternacht einen Ihrer berühmten Elvis-Songs hier bei uns zum Besten geben würden. Ja, das könnte vielleicht ein weiteres Highlight in Ihrer Schauspielkarriere sein, ne? Naja, also ich weiß jetzt nicht. Schnurzelpurz, sing für mich. Das wäre das schönste Silvester meines Lebens. Also gut. Meinetwegen, Spatzel. Ja, ich bräuchte natürlich dann mit den Herrn Musikern noch einige Proben. Oh ja, ich fahre gleich mal die Autos aus der Tiefgarage. Sie fahren mit dem Lift runter. Unten in der Garage können Sie proben, so lange Sie wollen. Ist das Orchester bereit? Ja, können wir eine Gitarre proben? Naja, also wenn es unbedingt sein muss. Bitte schön. One, two, three, four. Oh, baby, let me be a loving teddy bear. I just wanna be your... Was trägt man denn heute Abend? Tracht oder Abendrobe? Ja, also zuerst haben wir gedacht, Abendkleid und Smoking, aber mittlerweile glaube ich, dass Tracht doch ein bisschen angebrachter ist. Ach, da muss ja mein Dirndl noch aufgebügelt werden. Könnte es jemand für mich übernehmen? Ja, klar. Sie. Der Bügeleisen stellen wir Ihnen natürlich kostenlos zur Verfügung. Ihr könnt ja mit dem Jatenschlauch das Einfeuchten übernehmen. So, das war's dann wohl, mein Lieber. Das muss ich mir von dir doch nicht gefallen lassen. Jesus, na, was ist denn passiert, dass Sie sich so aufregen? Der Herr Obermeier hat dumme Pute zu mir gesagt. Mit Ihrer dummen Pute haben wir nichts zu tun. Wir haben unsere eigene. Christinchen, das war doch wirklich nicht böse gemeint. Egal, wie es gemeint war, es ist Schluss, aus, Ende der Fahnenstange. Chefin, ich glaube, wir sollten uns aus dieser angenehmen Unterhaltung ausklinken. Ja, also wirklich, wer eine Frau so beleidigt, dem kann man auch zutrauen, dass es irgendwann mal zu körperlichen Auseinandersetzungen kommt. Ich bitte dich, Christinchen, ich würde doch niemals die Hand gegen dich erheben. Sag nicht immer Christinchen. Ab sofort bin ich wieder Frau Obermüller für Sie, Herr Obermeier. Sag nicht immer Herr Obermeier, Christinchen. Warum? Ist der Name auch falsch? Falsch wie all die Versprechungen, die du mir gemacht hast. Warum? Was für Versprechungen habe ich dir denn gemacht? Ah ja, du wolltest mich auf Hände tragen. Ja, das habe ich auch einmal versucht, aber du bist einfach zu schwer. Was? Sag mal, willst du vielleicht sagen, ich bin zu fett? Nein, vielleicht 1-2 Kilo zu viel. Und wo sind bitte die 1-2 Kilo zu viel? Ja, zu viel ist ja auch übertrieben. Ist vielleicht mein Busen zu klein? Den du immer deine traumhafte Gebirgskette nennst. Komm, es gibt auch kleine Berge. Oh. Nein. Dein Busen... Dein Busen ist wirklich wunderbar. Und was ist mit meiner anderen Proportion? Die stimmen auch alle. Glauben es, Christinchen, ich liebe jedes Gramm an dir. Ach, uff, ey, wohl. Und was ist mit den Sternen, die du mir vom Himmel holen wolltest? Aber du weißt doch, dass ich unter Höhenangst leide. Na, Allah, da bist du ja doch aber im Gebirge bestens aufgehoppt. Leb wohl. Warte, Christine, was ist denn mit meinem Studium? Das ist dein einzige Sorg. Dir fehlt das Geld, was ich verdiene, um dir dein Studium zu finanzieren. Nur noch ein Jahr, dann werde ich für unseren gemeinsamen Lebensunterhalt sorgen. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass du nur 38 Semestern fertig bist. Ich schwör's. Ja, genau wie du mir geschworen hast, mich wie ein rohes Ei zu behandeln. Ja, da habe ich auch noch nicht gewusst, dass ich einen zu hohen Cholesterinwert habe. Ja, aber Jörgilein... Ja, davon hast du mir ja noch nie etwas gesagt. Ja, ich wollte dich nicht beunruhigen. Sag mal, Jörgilein, seit wann wäschen du das? Seitdem die Ärztin festgestellt hat, dass ich einen zu hohen Blutdruck habe. Zu hoher Blutdruck hast du auch? Mhm. Aber die Ärztin meint, es kommt wahrscheinlich von der Schilddrüse. Was ist denn mit deiner Schilddrüse? Jodmangel, reiner Jodmangel. Oh, mein armes, kleines Jörgilein. Oh.
Wie gut, dass ich gelernt die kranke Schwester bin. Ja, drum habe ich mich auch in dich verliebt. Moment mal. Du hast dich also aus rein praktischen Gründen in mich verliebt? Nein. Das war ja praktisch nur das Tüpfelchen auf dem I. Da lässt sich der Herr Student von seiner Freundin ein Studium finanzieren und freut sich auch noch, dass die zufällig da ist. Vielleicht hast du mich ja auf Rezept gekriegt. Ach komm, red doch keinen Unsinn, Christinchen. Aber weißt du, wie teuer später mal die Pflegeversicherung werden kann? Ja, die du ja nicht in Anspruch nehmen musst, weil du ja mich hast. Siehst du, jetzt erkennst du endlich mein praktisches Denken. So, jetzt langt's mir aber wirklich, Herr Obermeier. Trete sie mir bitte nie wieder unter die Aue. Aber, Christinchen, ich hab dir ja noch gar nicht von meinen Leberwerten erzählt. Frau Küchenfee. Sag Marianne zu mir, wenn's Küchenfee sagst, dann hüst du mir was. Ich bin mit der Chefin den Ablauf der heutigen Pleite durch. Wir müssen uns nur noch über die gerechte Verteilung der Aufgaben einigen. Das ist doch ganz klar. Ich koch und du servierst. Nee, das wäre ungerecht. Beim Kochen stellt man die Töpfe auf den Herd und dann hat man Pause. Aber beim Servieren ist man immer wieder neuen Herausforderungen ausgesetzt. Und wie stellst du dir dann die Arbeitsaufteilung vor? Also, du ziehst eine Küchenschürze an und stellst die Töpfe auf den Herd. Dann ziehst du die Küchenschürze aus und legst ein weißes Servierfräulein-Schürzlein an. Und dann kommst du zu mir in Empfang und fragst mit leiser, aber höflicher Stimme, Eddie, was soll ich wem servieren? Wie klingt denn das aus meinem Mund? Du kannst in deinem Heimatdialekt bleiben, aber sprich so, dass ich das auch verstehe. Das geht hier um die Strategie im Großen und Ganzen. Die so ausschaut, dass ich alles mache und du dich als Gast unter die Gäste mischst. Aber immer mit dem wachsamen Auge auf den Gesamtablauf. Und das hat die Chefin so hochgeschafft? Hochgeschafft. Ich will mal so sagen, wenn das Gespräch schon stattgefunden hätte, dann wäre das sicher das Ergebnis gewesen. Du hast also noch gar nicht mit dir geredet? Naja, es hat gewissermaßen ein Vorgespräch stattgefunden. Zwischen dir und ihr? Nee, zwischen mir und mir. Grundsatzfragen bespreche ich immer erst mit mir alleine. Du wirst es nicht glauben, Eddie. Aber genau so mach ich das auch. Was denn? Du hast mit dir auch schon ein Vorgespräch geführt? Ganz im Geheimen, unter zwei Augen sozusagen. Und was ist dabei herausgekommen? Also, ich hab zu mir gesagt, Marianne hab ich gesagt, du kümmerst dich um die Küche und der Eddie um den Service. Und dann hat die Marianne zur Marianne gesagt, das ist eine gute Rollenverteilung, Marianne. Warte, Marianne! Mir wurscht, auf alle Fälle da bleib ich nicht. Herrschaft, sei doch nicht so stur. Ich bin nicht stur, ich will warm. Ja, warum denn? Ja. Hast du da schon mal aus dem Fenster geschaut, he? Da schaust du auf lauter verschneite Donnerbahn. Das ist halt in Bayern im Winter mal so. Ja. Bei uns daheim sind die Bäume auch alle weiß. Ja, aber die kenne ich wenigstens. Da starre ich auf lauter fremde Donnerbahn und warte, bis Mitternacht wird. Und was darfst du daheim machen? Ja, da könnte ich zum Beispiel zum 34. Mal deine Vorwand anschauen. Die haben da im Haus gewiss einen Fernsehapparat. Aber wir haben keinen auf dem Zimmer und ich möchte nicht mit wildfremden Leuten deine Vorwand anschauen, die dann immer an die falschen Stellen lachen, verstehst du? Da lacht kein Mensch mehr an der verkehrten Stelle, weil die Sendung schon alle auswendig kennen. Ich will mit wildfremden Leuten fernschauen. Außerdem hast du vergessen, dass du meine Hausschuhe boxt. Ich werde vom Hoteldirektor welche ausleihen. Nee, der Huber, der hat bestimmt keine Lammfellhausschuhe mit Lederschuhen. Nachher frage ich halt den Hausdiener. Reißen. Himmel, Herrgott, noch einmal. Du wirst doch einen Tag ohne deine blöden Hausschuhe auskommen. Hildegard, dein Ton gefällt mir gar nicht. Siehst du es? Der gefällt dir ja daheim auch nicht. Ja, aber daheim. Da kann ich dann in den Stollen ausgeben, meine Pfeifrau. Das kannst doch da auch. Nein, das kann ich nicht, weil die haben da keinen Stollen. Ja,
dann rauchst du eben woanders. Ja, mein Nichtraucherzimmer. Weißt du, was du mir kannst? Wage ja nicht, das auszusprechen. Du kannst mich ruhig allein lassen. Also. Ich feier Silvester da im Berghotel. Mit dir oder auch ohne dich. Ja, und ich feier daheim im Stall. Mit meinen Hausschauen die Fürst und meiner Pfeife im Mund. Ja. Und um Zweifel wünsche ich meine Kirche ein gutes neues Jahr. Ja, aber du kriegst doch in der Silvesternacht nirgends ein Taxi. Und bis Dorf ist immerhin 34 Kilometer. Was, Bruno? Eigentlich haben wir schon viel Glück gehabt im Leben, he? Ja, das kann man wohl sagen. Eine gesunde, fleißige Tochter. Die das erste Mal nicht mit uns Silvester feiert. Ja, mei. So ist das Leben. Irgendwann feiern die Kinder nicht mehr mit den Eltern. Das Leben hätte damit ruhig noch ein paar Jahre warten können. Weißt du was? Um 12 Uhr ruft man die Tina an, gell? Eine Tochter am Telefon ist keine Tochter im Arm. Kannst du dich noch an Silvester vor 20 Jahren erinnern? Vor 20 Jahren? Mhm. Ah, war das da, wo um Mitternacht der Stromausfall war? Nein, das war vor 18 Jahren. Was war noch vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren. Da hat uns 11:55 deine Mutter in den Arm genommen, dich links, mich rechts und hat uns die Schenkungsurkunde von dem Hotel in die Hand gedruckt. 20 Jahre ist das schon wieder her. Mhm. Wie die Zeit vergeht, he? Ich sehe das Beutel heute noch vor meinen Augen. Mhm. Ja, aber du warst in ihrem linken Arm und ich war in ihrem rechten. Ein bisschen recht musst du immer haben, ha? Ja, aber ich habe mich im Laufe unserer Ehe schon deutlich gebessert. Das musst du zugeben, oder? Ja, wir machen ja alle gewisse Entwicklungen mit. Und dich habe ich gern gehabt in jeder deiner Entwicklungsstufen. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Siehst du, Anna, das hätte ich nicht besser formulieren können. Schon am ersten Tag an, wo ich dich gesehen habe, mein damals am Feuerwehrball, da habe ich gewusst, die oder keine. Wir haben uns kennengelernt beim Geburtstag von meiner Freundin Anni. Nein, das war am Feuerwehrball. Nein, der Feuerwehrball war am 17. Oktober und der Geburtstag von der Anni war am 3. Oktober. Sag mal, ein bisschen recht musst du immer haben, oder? Ich habe aber schon gebessert im Laufe der Jahre, oder? Jedenfalls gibt's nichts, was ich an dir verbessern möchte. Also, das schönste Silvester war zur Jahrtausendwende. Ja, ja. Nur du, die Tina und ich, gell? Mei, war das schön, ja. Und der Edi war dabei. Der Edi? Hm. Na, geht, der Edi war doch bei seiner kranken Mutter in Berlin. Nein, das war Marianne. Die war bei ihrer Mutter in Berlin? Nein, in Patenkirchen. Der Edi war da bei uns. Bist du dir sicher? Ja, ganz sicher. Okay. Der hat uns doch um 2 sein selbst fast das Gedicht vortragen. Warte mal, vielleicht fällt es mir nur ein. Das 20. Jahrhundert kannst du nicht mehr kaufen. Denn das Verfallsdatum ist abgelaufen. Das wird das Ende von dem neuen Hoch erleben. Darum lass uns jetzt noch ihn heben. Ich bin nicht einmal der Methusalem. Ja, jetzt ist aber Schluss mit unseren Jugenderinnerungen, gell? Schließlich steht heute in unserem Terminkalender eine neue Herausforderung in unserem Leben. Vor der ich keine Angst habe, Bruno. Zusammen sind wir unschlagbar. Hassi, du bist arg. Hassi, bitte stell dich nicht so an. Nein, Hassi, don't touch me. Hassi, es geht wirklich nicht. Was der Trainer hat gesagt, ich soll über die Feiertage noch mal so richtig Gas geben. Ja, das wünsche ich mir schon lang. Nicht so, wie du meinst. Nein, Hasse. Nein, im konditionellen Bereich. Verstehst du? Ich hab mir über die Feiertage eh schon ein paar Kilo angefressen. Und das Menü heute auf die Nacht, das kann ich mir gleich auf die Hüften klatschen. Also, ich gehe jetzt noch ein bisschen laufen und dann bin ich wieder fit. Sag einmal, wie lange glaubst du, dass ich das noch mitmache? In der Saison sagst du immer, Sex vor dem Spiel und vor dem Training ist nicht gut für Leistungssportler. Und jetzt? Nein, nicht ich, Hasse. Bitte, nicht ich. Der Trainer sagt das, gell? Du, und bis jetzt hast du dich noch nie beklagt. Immer wenn ich eine Andeutung gemacht habe, hast du gesagt, wart bis zur Winterpause. Jetzt ist aber die Winterpause. Hasse, nein.
Ich sag dir nur das eine. Heute wirst du eine Silvesternacht erleben. Wie noch nie. Ja, das hast du vorhin ja auch gesagt. Und dann bist du um 1 Uhr nachts eingeschlafen. Ja, Haselein, aber heute trinke ich keinen Tropfen Alkohol. Das hast du im vorigen Jahr auch gesagt. Hasi, ich bitte dich. Ich bitte dich, leb nicht immer in der Vergangenheit. Heut ist heut. Weißt, Schneckerl, man soll sich doch an Silvester immer ein paar gute Vorsätze vornehmen. Ja, aber das mache ich doch jedes Jahr. Wie wäre es denn in diesem Jahr mit dem Vorsatz, mit dem Fußballspielen aufzuhören? Hasi, der Fußball, das ist mein Leben. Es war dein Leben, Schneckerl. Aber irgendwann musst du mit dem Fußballspielen aufhören. Und der Weg von der Ersatzbank auf die Tribüne ist nicht so weit. Einen Roland Herzog, den setzt man nicht auf die Tribüne. Das geht schneller, als du denkst. Super, Hasi. Du bist genau das, was ein Leistungssportler braucht, ja. Höchst motiviert bist du, gell? In ein paar Stunden ist das Jahr vorbei. Findest du noch nicht, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen realistischer denken sollten? Hasilein, ich sag dir das eine. Was du im neuen Jahr machst, das ist mir völlig egal, ja? Weißt du was? Such deinen neuen Kanzlerer. Was ist los? Betracht unsere Verlobung als beendet. Ich brauch keine Braut, die mir den Leistungssport mit allen Mitteln ausreden will. Ich meine Karriere beenden. Aber jetzt gebe ich erst einmal so richtig Gas. Der Fußball ist ja also wichtiger als ich. Hasi, ich hab das gerade vorhin gesagt. Der Sport, das ist mein Leben. Und in das Leben passt keiner ein, der mir den Sport ausreden will. Hasi, du stehst ab sofort auf der Transferliste. Dann war's das also. Ja, Hasilein, das war's. Dann wünsche ich dir viel Erfolg in der zweiten Hälfte der Saison. Danke. Du oberösterreichischer Zweitligaschlumpf. Oh. Gibt es Hexe? Jo. Ich langweile mich zu Tode. Ja, aber das ist doch nichts Neues. Du langweilst dich im Konzert, im Theater und an den schönsten Urlaubsorten der Welt. Du langweilst dich nur nicht beim Juwelier und in Modegeschäften. Na und? Ich habe auch nicht mein Leben lang geschuftet, um mein Geld auf dem Flohmarkt auszugeben. Ja, also geschuftet hast du höchstens im ersten halben Jahr, wo wir die erste Videothek eröffnet haben. Ja, da bist du noch hinter der Ladentheke gestanden. Ab der zweiten hast du dann gemeint, dass wir die Arbeitslosenzahlen senken müssen. Naja, ich hab dann Leute eingestellt. Ja, und wer hat die Bewerbungsschreiben geöffnet? Oh. Das war ich. Ja, entschuldige. Ja, das habe ich direkt vergessen. Ja, und dann hast du auch noch bei den Eröffnungen der Videotheken das kalte Buffet bestellt. Ja. Und ich habe unsere Urlaubsreisen gebucht. Mhm. Wenn es nach dir gegangen wäre, wäre unsere weiteste Reise ja eine Fahrt an den Bodensee gewesen. Ja. Also wer im Chiemgau geboren ist, der braucht kein Thailand oder Australien. Zu einem gewissen Reichtum gehört auch eine gewisse Welterfahrenheit. Also ich habe auf unseren Reisen nur erfahren, dass du überall schlecht gelaunt warst. Naja, in Thailand, da warst du zu heiß, in New York warst du zu hektisch, in Japan, da hast du die Leute nicht verstanden und in Kenia, da waren es zu viele Schwarze. Du hast Australien vergessen. Da warst du sauer, weil du kein Känguru gerettet hast. Mein lieber Hans. Sag nicht mein lieber Hans, gell? Weil dann willst du immer was von mir. Was begehren die Herrschaften zu wünschen? Champagner. Eine Flasche? Nein. Ein Glasl und für mich ein Pilz. Weißt du, was unser Problem ist? Ich hab kein Problem. Unser Problem ist die Gewohnheit. Von wem hast denn diese Weisheit? Dieses eintönige Einerlei unseres Ehealltags hat unsere Gemeinschaft tief zerstört. Also du redst daher wie ein Scheidungsanwalt. Ich hätte das Wort Scheidung niemals in den Mund genommen, aber da du es nun mal ausgesprochen hast, ich halte eine Trennung von uns beiden für das Beste. So plötzlich, nach 28 Jahren. Ich hatte in Australien schon den Gedanken, mit einem Mann, dem ich nicht einmal ein Känguru wert bin, möchte ich nicht den Rest meines Lebens verbringen. Ja, ich könnte dann Dackel kaufen. Ha! Ein
Einen Dackel. Das sieht man mal wieder, dass du dir in all den Jahren mit mir nie eine gewisse Weitläufigkeit angewöhnt hast. Ja, mein, ich bin halt ein heimatliebender Typ. Ach, du bist ein Spießer. Ecke? Nee, ja. Gut, 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 da bin ich halt ein Spießer. Und bist du deshalb mit mir in dieses einsame Berghotel gefahren, damit du mir das sagen kannst? Du hast diese Reise gebucht. Ich wäre in die Karibik geflogen. Ah ja, aber Karibik ist jetzt zu heiß und da gibt's auch keine Kängurus. Sehr zum Wohle. Ich geh dann mal lieber wieder, wa? Ja. Ich denke an eine zweistellige Millionenabfindung und an eine monatliche Unterstützung von 12.000 Euro. Für wen? Für deine geschiedene Frau. Na, ich hab keine geschiedene Frau. Ich war vor unserer Ehe nie verheiratet. Da sieht man mal wieder, wie schwer vom Begriff du bist. Wenn wir zwei uns scheiden lassen, dann bin doch ich deine geschiedene Ex-Frau. Ja, 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 das schon, aber wer will sie denn scheiden lassen? Ja, ich. Warum? Weil ich wieder da anfangen möchte, wo ich aufgehört habe. Ach, du willst wieder hinter die Ladentheke einer Videothek. Ja, ja bitte, warum hast du denn das nicht gleich gesagt? Schau, du hast die freie Auswahl zwischen Garmisch-Partenkirchen und Travemünde an der Ostsee. Es ist wie immer. Du verstehst mich einfach nicht. Dabei höre ich aber nur ganz gut. Ich meine nicht akustisch. Ich meine, was in meinem Inneren vor sich geht. Ja, tut dir der Kopf weh? Oder hast du vielleicht Bauchschmerzen? Du, ich habe eine Arznei auf dem Zimmer. Ich rede nicht von meinen Organen, ich spreche von meiner Seele. Ach, was fehlt denn deiner armen Seele? Die Freiheit. Und für die Freiheit deiner armen Seele, da verlangst du jetzt einen zweistelligen Millionenbetrag von 12.000 Euro im Monat. Ich kenne unsere Vermögensverhältnisse. Die Summen sind durchaus angebracht. Theresa, wie ich die kennengelernt habe, da hast du ein paar Nylonstrümpfe zum Wechseln, zwei Büstenhalter, drei Kleider und einen Sommermantel gehabt. Ja, und mit diesen wenigen Sachen habe ich aus dir einen erfolgreichen Geschäftsmann gemacht. Ach, du warst es? Also, ich habe mich schon immer gefragt, wer das wohl gewesen sein könnte. Du musst das Ganze nicht ins Lächerliche ziehen. Spar dir deine Scherze für unseren Anwalt auf. Jetzt reicht's, Theresa. Treib's nicht auf die Spitze. Das ist kein Spaß, Hans. Du hörst von unserem Anwalt. Ja, ja, geh doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Was soll ich denn in Madagaskar? Da waren wir ja auch schon. Das geht mich zwar nichts an, aber das klang doch sehr nach Ehekraft. Ja, ja, ja. Meine Frau will die Scheidung. Das scheint sie nicht besonders zu berühren. Es ist das 11. Mal in 28 Jahren. Was denn? Und jedes Mal haben sie sich wieder versöhnt? Na, also, versöhnt wäre übertrieben. Ich habe ihr nur jedes Mal unseren Ehevertrag gezeigt. Und was steht da drin? Dass ihr bei einer Scheidung das zusteht, was sie mit in die Ehe eingebracht hat. Der Schwertlein ist scheinbar der Einzige, der noch gute Laune hat, wa? Wieso denn der Einzige? Na ja, ich hab die Freunde vom Studenten getroffen, die will heim. Die Fußballer brauchen wohl weg. Und der Huberbauer ist auf dem Weg ins Tal. Das ist oft so, dass an hohen Feiertagen die Spannungen am größten sind. Woher willst jetzt du das wissen? Das gibt Statistiken darüber. Also, an Weihnachten und Silvester kommt es immer zu den größten Reibereien in familiären Beziehungen. Und warum Weihnachten und Silvester? Das ist das ist zwischenmenschlich zu erklären. Also, die Erwartungshaltung ist einfach zu groß, ja? Weihnachten ist es der Stress und das enge Aufeinanderhocken der Familienmitglieder. Und Silvester ist es die Angst davor, was das neue Jahr wohl alles bringen wird. Ja. Uns wird das alte Jahr nur Schwierigkeiten machen. Ja. Aber jetzt haben wir sowieso fast keine Gäste mehr, also brauchen wir auch keinen Silvesterstar, da tut's der Volksschauspieler leicht. Also zählen wir mal durch, ja? Da haben wir den Fußballer und den Studenten und die beiden Pornofilmverleiher. Das sind Videothekenbesitzer. In jeder Videothek gibt's auch Pornofilme. Was denn du das?
das hier hört zum Allgemeinwissen. Denn da haben wir noch die Huberbäuerin und den Charakterdarsteller mit Fräulein Schnurzelpurz. Moment, den Charakterdarsteller, den traurigen Hamlet, können wir ja nicht dazu rechnen. Der fällt ja unter Mitwirkende. Also sind wir genau 6. Das ist ja wunderbar. Ach, haben Sie einen Abendspaziergang gemacht? Ich wollte. Aber ich gehe doch nicht 34 Kilometer, bloß dass ich mit meiner Kirche Silvester feiert. Dann sind wir eben wieder 7. Oh, also ich bring's ja einfach nicht übers Herz. Ich bring's nicht übers Herz, mein krankes Jörgelein im Stich zu lassen. Was fehlt ihm denn im Jörgelein? Frau unser Lieber, was ihm nicht fehlt. Also im Augenblick fehlen Sie ihm, Fräuleinchen. Ach, meine Sie wirklich? Ich spüre das förmlich. Oh, Jörgelein, Jörgelein, ich komme! Jetzt sind wir wieder, aha! Was ist denn in der Durchlauf passiert? Die Durchlauf ist doch vorn. Kann ich mal einen Föhn haben? Ich muss wieder auftauen. Jetzt probiert es erst einmal mit einer heißen Badewanne. So. Mein Gott. Jetzt haben wir wieder komplett. Was ich sage, das wird eine ganz dufte Silvesterparty. Aber es kann tragisch werden. Die Proben in der Garage bereits die 12. Nummer. Ich glaube, dieser Jäger scheint so die Typen zu gehören, die man noch mit Gewalt von der Bühne bringt. Ich glaube, der verbeugt sich sogar dann noch, wenn der Regen ans Fenster klatscht. Aber er macht's umsonst. Dein Star hätte ich mindestens 10.000 Euro für ein Lied kosten. Ja, die haben wir jetzt gespart. Ja, von wegen. Damit renovieren wir die Zimmer im ersten Stock. Ende Januar. Jawohl. Und während der Ede die Handwerker beaufsichtigt, fahren wir eine Woche auf die Fraueninsel. Wo ist denn? Du musst mit mir verreisen? Ja, aber natürlich. Nach fast 30 Jahren Ehe wird es doch einmal Zeit für die Hochzeitsreise. Also, mit einer Hochzeitsreise hätte ich jetzt nicht mehr gerechnet. Sixspatzel? Ich bin halt immer wieder für Überraschungen gut. Also, wenn die Überraschung so klappt wie mit unserem Silvesterstar, dann kommt ihr nicht mal bis zur Garage. Mit der Reise ist wie mit Mitternacht. Keiner weiß, was passiert. Hä? Nach München zu kriegen. Aber Tante Hedi hat gemeint, dass ich doch unbedingt mit den Eltern Silvester feiern sollte. Und dann hat sie dir mit dem Heißluftballon über die Alpen geschickt, wa? Na, aber sie kennt einen von der Fluggesellschaft. Und der hat mir ein Ticket besorgt. Und deine Eltern haben wirklich keine Ahnung? Na, das ist eine echte Überraschung. Apropos Überraschung. Wer ist denn euer Überraschungsgast heute Nacht? Also, für deine Eltern bist du die Überraschung, ja? Und für unsere Gäste ist die Überraschung die Überraschung. Das verstehe ich nicht. Also, eine Überraschung ist ja gewissermaßen eine plötzlich eintretende Situationsveränderung, wa? So treffend hat mir das noch nie jemand erklärt. Also. Unsere Gäste erwarten den Silvesterstar. Aber wie das aussieht, wird der Star kein Star sein. Und das verändert natürlich die ganze Situation.
Hör ich da die liebliche Stimme meiner Lieblingstochter? Kein Wunder, dass ich deine Lieblingstochter bin, Papa. Du hast ja nur die eine. Sag mal, Tina, ich habe heute Abend noch mit der Tante Hedi in Mailand telefoniert und ich habe mir gesagt, dass du es unmöglich schaffen wirst, mit uns Silvester zu feiern. Da war ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Da sind die Frauen wie eine Truppe im Manöver, wa? Täuschen einen Angriff über links vor und kommen dann von rechts. Und du, obergefreiter Eduard, du marschierst jetzt in die Küche und meldest der Chefin, dass ihre Tochter angekommen ist. Zu Befehl! Herr Hauptfeldwebel! Also, wenn ich einmal heirate, dann will ich einen Mann wie den Edi. Ja, aber hoffentlich um 40 Jahre jünger. Naja, 30 wird doch auch noch gehen. Also, eigentlich müsstet ihr jetzt eifersüchtig werden. Sonst wünschen sich doch die Töchter immer einen Mann wie den eigenen Vater. Papa, das sagen immer alle Töchter, wenn sie mehr Taschengeld brauchen. So. Ja. Das ist eine Überraschung. Grüß dich. Das wäre mein erstes Silvester ohne euch gewesen. Mama, das hätte ich doch nicht übers Herz gebracht. Tina, wie lange kannst du denn da bleiben? Ha? Naja, am 2. Januar muss ich schon wieder zurück, weil dann am 3. der Unterricht auf der Hotelfachschule weitergeht. Was? Jetzt machst du erst einmal ein bisschen frisch, gell? Aber ich bitte dich, frischer als die Tina ausschaut, kann man doch gar nicht sein. Papa, das Kompliment kann ich dir zurückgeben. Jetzt komm! Sie strahlen ja über das ganze Gesicht, Herr Direktor. Ja, ich habe auch allen Grund zur Freude. Wäre es sehr vermessen anzunehmen, dass meine Gegenwart Sie so erfreut? Ihre Anwesenheit ist erfreulich. Aha. Und wo liegt der Unterschied? Erfreulicherweise sind Sie Gast in meinem Hotel. Aber die große Freude war die Ankunft eines Überraschungsgastes. Ach, ist er also doch noch gekommen? Wer? Na, Ihr Silvesterstar. Ah, der lässt leider noch auf sich warten. Und wer ist dann der Überraschungsgast? Eine reizende junge Dame. Aha, das hätte ich mir ja gleich denken können, dass so ein Casanova wie Sie immer mehrere Eisen im Feuer hat. Oh, meine Eisen sind immer so heiß, ne? Wissen Sie, ich komme jetzt in das Alter, wo ich gerne mal eine günstige Gelegenheit verpasse. So. Gerade die große Freude ist meine Tochter Tina. Die ist in Mailand auf der Hotelfachschule. Und wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass sie schaffen wird, mit uns Silvester zu feiern. Das ist ja eine gelungene Überraschung. Ja. Ja, ich habe ja leider keine Kinder. Oh, warum nicht? Naja, in dem entscheidenden Lebensabschnitt ist man in meinem ganzen Bundesgebiet herumgefahren, um unsere Videotheken zu eröffnen. Ja, ja, uns fehlten schlichtweg die Produktionsmöglichkeiten. Ja, aber der wird doch nicht nur unterwegs gewesen sein. Wenn er zu Hause war er müde oder ich hatte Kopfschmerzen? Naja, Sie können jetzt im Alter, ich meine, später, wenn Sie älter werden, alles nachholen, nicht wahr? Seit 4 Jahren schnarcht mein Mann. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich hier bin. Ich brauche unbedingt ein Einzelzimmer. Oh, tut mir leid, Frau, wir sind voll bis unter das Dach. Das heißt, ein kleines Dachkammerl hätte man, aber das vermieten wir eigentlich nicht. Nur dann machen Sie heute mal eine Ausnahme. Ein Bett wird ja wohl drinstehen. Eine Campingliege, ja? Na egal. Lieber auf einer Campingliege schlafen, als neben einem kanadischen Sägewerk wach im Doppelbett. Das ist auch verschwert, weil Sie fahren mit dem Lift in den 2. Stock und gehen dann noch 2 Treppen rauf. Da finden Sie dann nur noch dieses eine Kammerl. Würden Sie die Liebenswürdigkeit haben, mich zu begleiten? Das geht leider nicht. Nein, wissen Sie, ich kann die Rezeption ja unmöglich verlassen. Nicht? Kommen Sie, lassen Sie uns sehen, wie schmal die Campingliege ist. Was ist mit der Campingliege? Ach, Herr Schwertlein, Ihre Frau möchte unbedingt im Dachkammerl drum schlafen. Jetzt sind Sie gut und zeigen Sie es ihr bitte. Ich habe leider im Moment keine Zeit, wissen Sie. Ich werde ganz dringend in der Küche gebraucht. Ja? Ja, wieso möchtest du auf einer Campingliege übernachten? Weil du schnarchst. Du schnarchst? Das ist eine üble Retourkutsche. Ich sitze aufrecht im Bett und lausche deinem Schnarchen. Und deshalb möchtest du in der Dachkammer übernachten? Ja,
wenn ich einen Gentleman zum Mann hätte, würde ich den bitten, dass er in die Dachkammer zieht. Ja, da du aber mit mir verheiratet bist, werde ich jetzt deine Sachen nach oben bringen. Also, das ist doch wirklich... Also, was ich gehört. Also, egal wie schmal die Campingliege ist, ich werde schon jemand finden, der sie mit mir teilt. Im neuen Jahr, da wird Attacke geritten. Vorbei ist es mit dieser Enthaltsamkeit. Ach. 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 Oh, Sie ärmster. Ja, haben Sie sich verkält? Ich fürcht's fast. Ach, Sie sollte unbedingt eine Kamillendampfbad nehmen. Wissen Sie, ich bin nämlich gelernt die Krankenschwester. Schwester Oberin, es ist 20 vor 12. Ich kann doch mein Kumpf nicht beim Jahreswechsel in heiße Kamillendampf stecken. Sagen Sie mal, sind Sie nicht der Roland Herzog? Es gibt nur einen Roland Herzog. Sie kennen mich? Ah ja, natürlich. Sie sind doch der Star vom SV Bad Aussee. Mein Bruder ist vor 2 Jahren vom Betze, also von Kaiserslautern, nach Mödling gewechselt. Ihr Bruder? Mhm. Ja, wie heißt denn der? Anton Obermüller. Der damische Hirsch? Der hat mir in der letzten Saison gefallen, dass ich glaubte, mir hat sie Meniskus bei der Gurgel gelassen. Was meinen Sie? Also ich habe Sie jetzt überhaupt nicht verstanden. Das ist vielleicht auch nicht das Schlechteste. Na, Sie reden aber auch komisch Deutsch. Und der Tommy, das ist Ihr Bruder? Nee, der Toni. Ja, das habe ich auch gesagt. Ah, jetzt lass mich überlegen, der hat damals im offensiven Mittelfeld gespielt. Ja, also ich bin die Christine. Ja. Hallo? Ich bin der Roland. Also, seit ich ja in München schaff, gell, fahr ich ja ganz oft nach Österreich und guck mir die Heimspiele von meinem Bruder in Mödling an. Also, das Tor, was du gegen Geschoss hast, du, das wär ich niemals vergessen. Das zweite gegen Mödling. Erst lass mich überlegen, wie war jetzt das gleich? Also, der Torwart, der wirft den Ball zu mir über rechts, gell? Mhm. Ich lass 3 Gegenspieler ansteigen, ja, und pass nach rechts. Aha. Der von außen, der passt zu mir in die Mitte, gell? Mhm. Ich hab den Ball wohle genommen und hab ihn links um den Winkel reingehauen. Und die ganze Südkurve hat nur geschrien: Tor, Tor, Tor! Bist du deppert? Das war ein Hohnang. Also du, das wär ja bei uns da das Monatstor. Das habe ich auch dem Jörg gesagt. Wer bitte ist denn der Jörg? Der Jörg, das ist mein Verlobter. Ah, du bist verlobt? Ja. Ja, sag, interessiert sich der für den Fußball? Ach, überhaupt nicht. Immer wenn ich mir die Spiele im Fernsehen angucke, dann löst er immer Kreuzworträtsel. Ja, das ist dann blöd gelaufen, gell? Nein, ich hab mir auch immer Freundin gewünscht, die sich für den Fußball interessiert, gell? Und? Hast du eine gefunden? Aber geh. Du, die weißt bis heute noch nicht, was abseits ist. Nee. Christine, ich sag dir was. Was? Die ist so deppert. Die schreibt Ecke mit 2G. Nee. Ja. Christine, ich bin hier und umgezogen. Ja, das sehe ich. Ja, dann komm bitte rüber. Ich meine, für die Bar ist es ja wohl noch ein bisschen zu früh, oder? Na, erst wie redet denn der mit dir? Rot der Boscher? Du. Wenn dem sein Blutdruck und sein Cholesterinspiegel in Ordnung sind, du, dann macht der immer einer auf Macho. Ah, ist das der Haber? Christine, kommst du? Hörst du, soll ja meine aufstreichen? Nein. Du, ich unterhalte mich gerade sehr angeregt. Ja? Und das Gespräch würde ich ja gern fortsetzen. Ja. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Aber gern, sehr gern, bitteschön. Danke. Darf ich fragen, wie Sie heißen? Conny. Conny, hallo, ich bin der Jörg. Conny, bist du allein hier? Eigentlich nicht. Was heißt es, eigentlich nicht? Da drüben sitzt mein Verlobter Roland.
Er ist Fußballer. Was? Fußballer? Ha, du Ärmste. Muss wahrscheinlich bei jedem Wind und Wetter mit auf den Platz und zuschauen, wie sich 22 Mann um einen Ball streiten. Und mir hinterher stundenlang die Gründe anhören, warum seine Mannschaft verloren hat. Ich sag mal, arbeitest du? Ja, in der Konditorei. Meiner Eltern. Ach so. Wieso fragst du? Ich studiere Betriebswirtschaft. Ach, Betriebswirtschaft kann man ja immer brauchen. Ja, das sagt mein Vater auch immer. Also Conny, unabhängig davon, dass du mir ausgesprochen gut gefällst, deine Großbäckerei, ich meine deine Einstellung finde ich hervorragend. Ich wusste gar nicht, dass man im Dirndl kommen kann. Ich dachte, zu einer Silvestergala ist doch etliche Abendkleidung angesagt. Also mir hat man gesagt, es wird hier total bayerisch ablaufen. Ja. Oh, was für ein wunderbares Kleid. Umhüllt den Körper einer wunderbaren Frau. Ich möchte mich trotzdem umziehen. Ich fühle mich etwas overdressed. Ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich würde mich persönlich beleidigt fühlen, wenn Sie dieses herrliche Kleid ausziehen würden. Ihnen zuliebe behalte ich es natürlich an. Ich bitte Sie, gnädige Frau, Sie schauen aus wie eine Hollywood-Schönheit. Dass du auf deiner eigenen Schleimspur nicht ausrutscht, gell? Jetzt habe ich aber Hunger. Ich muss erst einmal was essen, bevor ich zum Trinken anfange. Weil sonst bin ich aufs erste Glasl schon platt. Wenigstens einer, bei dem wir nicht draufzahlen. Ja. Es wird sofort zu dir, Huber. Ja, du kannst ruhig Bruno zu mir sagen. Ich hab auch nicht dich gemeint, Huber, sondern den Huber. Einen kleinen Moment, gell? Egi! Also nee, Chefin, nee. Silvester hin oder her. Aber in dem dämlichen Schwein. Ich renne mich den ganzen Abend durch die Gegend. Edi, du musst. Ich will aber nicht. Edi, du bist halt sozusagen der Maître de Plaisir. Und was ist das im wirklichen Leben? Der Oberkellner. Also geh in die Küche und servier die Vorspeise, ja? Ich weiß nicht, ob das ein gutes neues Jahr für mich wird, wenn ich wie ein Arsch mit Ohren da reinstolpern muss. Edi. Ich wollte sagen, wie ein Hintern mit einem Gehörorgan. Ich hätte gerne einen Aperitif. Ja, zwei Pilz, bitte. Kommt alles sofort. Sofort erledigt, ja? Die Zeit genommen, Edi! Siehst du, Egon? Jetzt hast du eine bayerische Variante von Dinner vorbei. Okay. Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich heute hier staubsaugt. Die Dinger sind so sauber, als wenn sie frisch aus der Pfanne kämen. Die bringst du jetzt erst einmal wieder raus in die Küche, gell? Ja, und dann? Dann zählst du bis 23 und kommst wieder rein. Ja. Na, dann geh ich mal neue Buletten holen. Ah, das hier die Fleischwurst. Ja, die bringe ich auch gleich mit. Guten Abend. Guten Abend. Was haben wir denn Sie da? Das ist ein Dinner-Jacket. Haben Sie keinen Draht? Ja, doch, aber meine Frau hat gemeint, dass ich heute neben ihr nicht so volkstümlich wirken soll. Na, ist das die mit dem Küchenfenstervorhang da drin? Sieh, der Vorhang, der hat ein Vermögen kostet. Ja. Und da steht ein ganz berühmter französischer Name auf dem Etikett. Bitte schön, meine Herrschaften. Auf, da ist, dann können wir loslegen. Entschuldigen Sie, lassen Sie sich nicht stören, wir haben es gleich. Wir brauchen nur einen Soundcheck. Soundcheck? So neumodische Sachen haben wir nicht bei uns im Haus. Zwei Kunden. Aber nein, er meint, er möchte die Anlage ausprobieren. Was für Anlage? Mikrofon und Lautsprecher. Mikrofon haben wir da. Und Lautsprecher ist mein Mann. Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass diese beiden Herrschaften die Überraschungsgäste Ihrer Silvestergala sind. Ja, wissen Sie, gnädige Frau, die Situation ist folgende. Schauen Sie, der Robert Redford, der wollte, dass wir zuerst unser Hotel verkaufen. Naja, der Julio Iglesias, ja?
Der hat vergessen, dass er schon in Las Vegas einen Auftritt hat. Der Udo Jürgens hat leider Zahnschmerzen. Okay. Und Tokio-Hotels sind in Tokio in einem Hotel. Später haben wir gedacht, Musik ist Musik. Ja, ja, ja. Und hab den weltberühmten Volksschauspieler Helmut Jäger engagiert. Helmut Jäger? Den Namen habe ich ja noch nie gehört. Nee, aber gnädige Frau, der Mann ist nicht nur berühmt, der ist so... So? Den kennt man sogar in Bielefeld. Ja. Und begleitet wird er von den genauso weltberühmten Kropfman Brothers, Tom und Jerry! Ich wollte ja auch schon immer zur Bühne. Aber leider hat sie mir die falsche Tür erwischt. Mein Mann ist eben eine durch und durch Existenz. Der hat einfach kein Verständnis, danke, für uns Künstler. Meine Herren, viva la feria, arriva! Viva la feria, viva la plaza, viva la ilusión, viva los ceros pintarajeados, te dijo Marta, viene la canción. Viva la ilusión, viva la vida y los amores, te dijo Marta, viva la vida y los amores. Wunderbar auf der Bühne vorstellen. Wir suchen ja schon lang eine Sängerin für unsere Miniband. Also, mit Ihnen wären wir unschlagbar. Ja, ja, nehmen Sie es mit. Ich verlange gar keine Provision. Oh, das ist gut, ein Kollege. Was? Wenn Sie das schon mal anbieten könnten. Ich mache jetzt die Kampagne. Wir wären ein sehr schönes Paar. Und gesanglich würden wir uns ergänzen. Ach, schön! Na, schön ist ja gar kein Ausdruck hier. Nein, ihr werdet in die Geschichte des Showbusiness eingehen. Wie Ginger Rogers und Fred Astaire. Merken Sie was, Helmut? Er will mich loswerden. Ja, wer redet denn dauernd von Scheidung, hä? Erzählen Sie doch mal, welche immensen Summe man auf der Bühne verdienen kann. Ja. Ach, Theresa, über Geld wollen wir heute nicht reden. So. Nein, Künstler zu sein bedeutet Entbehrungen zu akzeptieren. Ja, ja. Der wahre Lohn des Künstlers ist doch der Applaus. Ja. Also, da muss ich noch lange und intensiv drüber nachdenken. Rücken Sie doch mal ein Stückchen, ja? Ach, sagen Sie mal, was machen Sie denn eigentlich so beruflich? Ich bin ein Fußballer. Ein Fußballer? Ja, ein Profi. Aha. Kusch. Ein Fußballspieler. Na, da liest man ja in den Zeitungen so allerhand, was die so alles verdienen, ne? Ja, aber nicht in Österreich. Da liest man zwar Unmengen, aber der Platzwart von FC Bayern, der verdient mehr. Es war nett, Sie kennengelernt zu haben. Das ist ja ein sehr armseliger Haufen, was Sie hier als Gäste haben. Ach, wissen Sie, ich brauche keine Rockefellers hier, die vor lauter Vornehmheit den Mund nicht aufkriegen. Ja. Na, Sie werden schauen, heute wird hier noch um Mitternacht eine riesige Stimmung aufkommen. Sie meinen, wenn Ihr Silvesterstar seinen Welthit singt? Bitte, gnädige Frau, hören Sie auf. Machen Sie mich nicht nervöser, als ich eh schon bin. Die Situation ist schon peinlich genug. Sie, ich muss Ihnen sagen, Ihr Gesang, der war mindestens so gut wie die Fleischpflanzen da. So? Die habe ich noch gar nicht probiert. Nicht? Sollten Sie aber. Sind ausgezeichnet. Ja, ja. Die machen wir auch nach einem uralten Familienrezept. Ja, so schmecken sie auch. Brotpflanzen essen die uns. Oh, jetzt dürfte der Helmut aber langsam anfangen. Ist doch gleich Mitternacht.
Ja, vielleicht wäre es besser, wenn der Herr Schnurzelputz erst im neuen Jahr singen würde. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Habe ich auch nicht alles erwartet, Spatzel. Guten Abend. Ja. Meine Herrschaften, darf ich Ihnen meine Tochter Tina vorstellen? Bitte schön, komm gleich wieder. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, ich bin der Helmut Jäger, Schauspieler und Entertainer. Angenehm. Einen Schauspieler wollte ich immer schon mal kennenlernen. Und unterhalten lasse ich mich auch gern. Sie können von mir jederzeit Freikarten bekommen, wenn ich irgendwo auftrete. Sie müssen mich nur anrufen. Das ist ja reizend von Ihnen. Sie haben eine faszinierende Ausstrahlung. Wirklich? Also das hat mir noch niemand gesagt. Ich könnte mir sehr gut als Julia vorstellen, wenn ich den Romeo spielen würde. Die Julia möchte ich aber nicht spielen. So? Die stirbt doch am Schluss. So, tatsächlich. Ja, ich habe das Stück jetzt schon längere Zeit nicht mehr gelesen. Ja. Also so eine Type als Schwiegersohn, da wünscht man sich, dass man keine Enkel bekäme. Ich bin der Harry Kropfmann, genannt Jerry. Die eine Hälfte von den Kropfmann-Brüdern. Ja, und ich bin die andere Hälfte. Gestatten, Tom Kropfmann. Sie freuen uns ausgesprochen gut. Ja, also, wenn er uns sagt, dann meint er natürlich uns beide. Sind Sie auch Schauspieler? Na, wir haben einen seriösen Beruf. Wir sind Musiker. Ah, Tom und Jerry. Wie lustig. Ja, also, liebe Juniorchefin, wenn Sie irgendeinen Wunsch haben, ich meine, musikalischer Art, dann sagen Sie uns einfach Bescheid, gell? Ja, nicht nur musikalischer Art, ich werde Ihnen jeden Wunsch erfüllen. Euch Deutschen fehlt einfach die lockere, charmante Art von uns Österreichern. Herr Kleiner, nimm deine Mickey Maus und dann Arm und bock die zusammen. Was willst du, ha? Was kann ich dir so gehörst? Gnädige Frau, darf ich mich vorstellen? Roland, Herzog von Österreich. Was, ein echter Herzog? Nein, nein, das ist kein Herzog, der heißt nur so, ja. Die Burg steht in Niederösterreich, in Weichhofen an der Ips. Seines Zeichens ein Blodenstößer. Seines Zeichens Fußballstar aus Österreich. Entschuldigung. Sagen Sie mal, sind Sie ein bisschen deppert? Ich hab doch keine Burg. Obwohl ich mir Sie, gnädiges Fräulein, durchaus als Burgfräulein vorstellen könnte. Nein, wie charmant. Erst. Und erst Ihre Figur. Da könnte ja jede Fußballerbraut vor Neid erblossen. Ich gehe in Mailand oft zu Inter, ins Stadion. Wir kriegen verbilligte Karten von der Hotelfachschule. Was, Sie leben in Mailand? Aha, vorübergehend. Bis ich meine Schule beendet habe. Na, ich liebe Mailand. Den Eiffelturm. Den Campus auf der Elysee. Die alte Notre Dame. Und einen Fußballkenner, der spielt. Ich glaube, Sie verwechseln Mailand mit Paris. Ja, das ist doch Wurst. Mailand oder Madrid, der Hauptsache Italien. Wissen Sie, gnädiges Fräulein, wir Fußballprofis, gell? Wir haben sowas Internationales, ja. Ja, da kann schon mal passieren, dass man was durcheinander bringt, gell? Und wo spielen Sie Fußball? Meistens auf der Ersatzbank. Oh. Na, ich spiele im Bad Aussee. Obwohl ich mir einen Wechsel zu Inter Mailand durchaus vorstellen könnte. Naja, im Moment, da läuft's nicht so, gell? Sie wissen selber. Erst haben wir kein Glück und dann kommt das Pech auch noch dazu. Aber für Sie, gnädiges Fräulein, da würde ich sogar zu Fuß nach Mailand gehen. Also eins muss man den Österreichern lassen, Chef. Charmant sind sie ja schon. Ja, und ehrgeizig. Bis zum Stimmbruch, da wollen sie alle Wiener Sängergraben werden und später Lipizzaner. Hallo, ich bin der Jörg Obermeier. Hallo. Und ich bin die Tina Huber. Ja, geh bitte. Kusch. Ja, aber zwecks was denn? Wegen unsportlichen Verhaltens. Na, aber ich hab doch gar nichts. Und wenn's meckern, gibt's rot. Na, Chef, Chef, es geht in Ordnung. Sagen Sie mal, wenn Sie die Hotelfachschule beendet haben, dann wird's doch sicherlich dieses wunderschöne Hotel Ihrer Eltern übernehmen, oder? Später vielleicht mal.
Erst will ich noch in anderen Hotels volontieren. Ich kenne mich da ja nicht so aus, aber gibt's da dann auch schon eine gute Bezahlung während der Volontariatszeit? Es reicht zum Auskommen. Für eine Person. Sicher, ich bin ja noch allein. Somit ist das Mädel für dich uninteressant. Meine Mutter sagt immer, wo einer satt wird, werden auch zwei satt. Und da hat ihre Mutter recht. Das ist kein Student, das ist ein Mitesser. Meine Herrschaften, ja, einige von Ihnen werden es schon wissen, bei den neu angekommenen Gästen ist eine leider eine traurige Pflicht, Ihnen mitzuteilen, dass uns die Künstleragentur leider versetzt hat und uns um unseren Silvesterstau gebracht hat. Was wiederum zur Folge hat, dass wir jungen bis mittelalterlichen Talenten die Chance ihres Lebens geben können. Und wenn die Ihnen nicht gefallen, dann werde ich singen. Was Sie eindeutig als Drohung auffassen dürfen. Herr Huber, gibt's da dann wenigstens einen Preisnachlass? Ja. Tut mir leid, Herr Huber, das ist alles höhere Gewalt. Meine Herrschaften, wenn Sie bitte zum Mitternachtsdiener erscheinen würden, es ist alles vorbereitet. Also bei mir können Sie den Hauptgang und die Nachspeise vergessen. Ich krieg dreimal Fleischpflanzen. Also, wenn hier heute Abend kein Stargast auftritt, bezahle ich nicht den vollen Zimmerpreis. Ja. Den hätte ja ich bezahlt. Weißt du, was ich so an dir liebe, mein Christinchen? Was dann, mein Jörgilein? Deine Großzügigkeit. Ich könnte niemals mit einer geizigen Frau glücklich werden. Und ich nicht mit dem Mann, der nicht hin und wieder das ein oder andere Zipperlein hat. Doch mit Leib und Seel kranke Schwester. Hasselein, wenn ich dir versprechen würde, dass ich gerade noch ein Jahr Fußball spiele, würdest du da meine Herzogin bleiben? Aber natürlich, Schneckerl. Ich muss doch meinen Herzog bei seinen Schlachten begleiten. Jetzt so stehende, weißt du, was mir gerade auffällt? Dass ich deine Hausschuhe vergessen habe. Aber nein, ich brauche doch keine Hausschuhe. Was ist dir denn aufgefallen, Egon? Pass auf, wenn ich mir diese Schnepfen da herinner so anschaue, habe ich mit dir einen riesen Glück gehabt. Und ich muss dir sagen, ich bin verliebt in die. Wie am ersten Tag. Soll ich da was verraten? Ich auch immer noch in die. Siehst du, Hans, da könntest du dir ein Beispiel nehmen. Ja, aber ich will gar keine Krankenschwester und ich will auch nicht Fußball spielen und Hausschuhe. Da trage ich sowieso keine. Nein, aber sie haben sich alle wieder versöhnt. Aber warum soll ich mich mit ihnen versöhnen? Ich will mit ihnen auch nicht zerstritten. Und was ist mit mir? Ja, du kannst dir versöhnen, mit wem das bockst. Gut, dann fange ich gleich mit dir an. Was? Ja, und du willst kein Känguru mehr? Nein, ein bayerischer Dackel wäre mir lieber. Und wohin geht die nächste Urlaubsreise? Auf eine Insel. Theresa? Herrn Chiemsee, da waren wir doch auch noch nie. Ah, ja, was habe ich denn, wenn ich die Insel habe? Herrschaften, 3 Minuten vor Mitternacht. Oh, wirklich, jetzt sind wir schwer. Anna, Anna, komm, schnell, schnell. Gläser einschenken, ist pressiert. Ja, meine Herrschaften, wie gesagt, noch einmal, die Künstleragentur hat uns leider versetzt und unser Silvesterstar. Bin schon da. Lila!